Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zum Tutorial für Anfänger für oder zu den leichten amerikanischen Kreuzern. Wie zu eigentlich jedem Anfängervideo beginnen wir mit einer kleinen Einführung, eine kleine Durchwanderung der gesamten Linie, was die Stärken, was die Schwächen sind, was euch hier erwartet. Und danach widmen wir uns jedem einzelnen Schiff ab Stufe 5 mit einer kurzen Besprechung, dem theoretisch möglichen Kapitänsbild und dann einem kleinen Gefecht aus dem Stream geschnitten. Bitte achtet wie immer darauf, ab welchem Datum dieses Video freigegeben worden ist. Wenn ein expliziter Patch mit Änderungen der leichten Kreuzer vorgenommen worden ist, dann gelten diese Empfehlungen oder dieser Guide natürlich nur im abgeminderten Maß. Ebenso, wenn das Ding schon 5 Jahre alt ist und das Spiel sich weiterentwickelt hat. Aber beginnen wir hier einmal mit einem der besten Schiffe auf Stufe 4. Serverweit tatsächlich auch gibt, was Kreuzer betrifft, das ist die Phoenix. Ein wunderbarer, leichter Kreuzer. Und wir sehen eh, wir haben hier eine schöne, konstante Linie von Phoenix über Omaha, die mit seitlichen Geschützen glänzen. Dann zur Dallas, die nur noch in Türmen ihre Geschütze hat. Die Helena, die Cleveland, die Seattle und die Worcester. Und all diese Schiffe sind herrlich konstant. Das bedeutet, nachdem ihr Phoenix und Omaha in der alten Bauweise mit seitlichen Geschützen an der Bordwand und geringer Winkel, also geringen Winkeln, quasi, die können nicht 360 Grad drehen, wobei die anderen können das teilweise auch nicht, aber sie können zu beiden Seiten des Schiffes eingesetzt werden. Wechselt es schlussendlich bei der Dallas zu diesen frei drehbaren oder zumindest auf beiden Seiten einsetzbaren Türmen, zu diesem Design, das wir schon von anderen Schiffen und Linien kennen. Und ab Dallas haben wir ein sehr homogenes Kreuzerdesign. Die amerikanischen Kreuzer sind ab Stufe, ja, man könnte fast sagen, ab Stufe 6 Unterstützungskreuzer. Wir bekommen zum normalen Hydro auch noch T-Virus mit dazu. Das ist defensives Flakfeuer für verbesserte Anti-Air-Leistung in einem bestimmten Zeitintervall. Ab Stufe 8 bekommen wir mit der Cleveland auch noch das Radar mit dazu und sind dann wirklich dieser Utility Cruiser, dieser Unterstützungskreuzer mit 9 Kilometer Radarreichweite, mit guter Dauer, mit hydroakustischer Suche, mit T-Virus, also defensiven Flakfeuer und dann ab Stufe 9 auch noch mit einem Heal, guter Unterstützungsartillerie mit 152 mm, allerdings nur ein Sechstel Pen. Bedeutet, unter Stufe 7 sind wir bei 25 mm Penetration bei HE. Darüber, also bei Stufe 8 bis Stufe 10, sind wir bei 30 mm HE-Pen. Die APE ist situativ einzusetzen. Das bedeutet unterm Strich, da wo wir gut rankommen, da können wir auch einmal APE einsetzen. Schnellfeuer, wir haben hier relativ guten Reload, der uns von der Helena oder ja, sagen wir Helena oder sagen wir von der Phoenix über die Omaha zur Helena von 8,5 auf 6,5 und dann schlussendlich hier in der Spitze bei der Worcester tatsächlich auf 4 Sekunden und einer dezenten Anzahl von Geschützen herunterführt. Das bedeutet, die DPM wird immer höher und dort stellt sich dann schlussendlich auf jeder Stufe die Frage, möchte ich mit den 25 respektive 30 mm arbeiten oder möchte ich mit IFAE vielleicht meine Penetration erhöhen, um auch die leidigen Schlachtschiffbereiche, die ansonsten von 203 mm Kreuzern gut beschossen und penetriert werden können, ebenfalls penetrieren und beschießen? Oder bleibe ich als Antikreuzer, Anti-U-Boot-Unterstützungsschiff und Anti-DD natürlich lieber bei meiner Standard-Pen und versuche über die Brände Schaden zu machen? Einmal kurz vorab, diese Kreuzer müssen hochwirksam, hochspeziell mit viel Wahrnehmung der Karte und sehr vorsichtig gespielt werden, denn die Panzerung ist, naja, die Panzerung ist quasi nicht vorhanden. Gegen andere Kreuzer haben wir auch mit HE, mit der Panzerung hier zumindest, kein wirksames Mittel, dem etwas entgegenzusetzen.
25 mm wird von allem penetriert, die 30 mm auch, was selbes Kaliber oder höher hat, das ist natürlich klar. Wir haben nur hier den 127 mm Bereich. Durch oder ab Stufe 8 wird die 25 mm verbaut und bis 380 mm oder ab 380 mm wird overmatched. Auf Stufen darunter ist es noch schlimmer, aber da haben wir auch die Schiffe andere Kaliber und andere PEM. Aber ihr seht schon, wir sind hier mit diesen Schiffen oder müssen wir immer gewahr sein, dass jede Salve, die wir falsch positioniert sind und auf uns abgefeuert wird, theoretisch die letzte sein könnte, denn auch die Trefferpunkte sind nicht extrem. Bedeutet also, ein Unterstützungsschiff, wie ich es gerne nenne, am Puls der Zeit, vorne am Cap, wenn möglich nah mit dem DD, um vielleicht nicht aktiv auf Feindschiffe zu wirken, aber einen gegnerischen DD zu öffnen mit Radar, also aufzumachen, sodass der eigene DD sich smoken kann und den gegnerischen DD beharken kann, als Beispiel. Oder selbst aktiv eingreifen, immer Gefecht und vielleicht zu Beginn vorsichtig hinter Inseln voranpirschend und feuernd seinen Schaden zu machen, um dann später im offenen Gefecht zu bestehen. Die Möglichkeit ist wie immer auf höheren Stufen Reichweite oder Nachladezeit. Das besprechen wir aber jetzt bei den einzelnen Schiffen. Wir starten wie immer bei Stufe 5, aber wie schon erwähnt, die Phoenix ist ein sehr starkes Stufe 4 Schiff. Auch die Saint-Louis ist, wenn nicht das stärkste, dann eines der stärksten Stufe 3 Schiffe. Über alle Schiffe, nicht nur Kreuzer. Und die beiden sind theoretisch ähnlich zu fahren, Phoenix und Omaha, oder auch zu skillen. Und ihr seht schon, die Omaha ist ein Schiff, das panzerungstechnisch quasi am besten nicht zu treffen ist. Ich weiß, das sage ich gerne zu vielen Kreuzern, die sehr, sehr leicht gepanzert sind. Und das ist auch die beste Variante. Wenn ihr dann getroffen werdet, dann hilft meist beten und das RNG anzuflehen, dass ihr nicht in die Zitadelle getroffen werdet. Die 13 mm, ja, 203 mm Overmatch mit AP, das sagt dann alles. Wir haben auf dieser Stufe dann auch eine Furutaka mit 203 mm, die theoretisch auf euch schießen kann. Die Panzerung wird ignoriert und dann sieht das Schiff für die Furutaka-Granate so aus. Dann wisst ihr ungefähr, wie ihr anzuwinkeln habt. Könnt es so versuchen, denn so schießt ihr euch frontal Zitadellen mit AP. Es ist schrecklich. Also spielt das Ding auf Reichweite, wenn ihr könnt. Die Überlebensfähigkeit mit 26.000 auf der Stufe ist ausreichend. Natürlich nicht die beste. Die Artillerie könnt ihr Schaden machen, eigentlich ohne Ende. 7 Sekunden Nachladezeit mit 8x1 und 2x2, wobei die 2x2 nur der Front- und der hintere Turm sind, die 360 Grad drehbar sind. So haben wir hier, wie schon vorher besprochen, diese Kasematten-Geschütze, die eingelassen sind in die Bordwand und respektive nur diesen 180 oder sogar ein bisschen mehr 190 Grad Bereich abdecken. Das bedeutet, ihr könnt ein bisschen schunkeln links, rechts, dann bekommt ihr die zwei und die zwei immer wieder abwechselnd ins Feuer. Wenn ihr ein bisschen überdreht, dann auch tatsächlich mit den hinteren Geschützen. Dementsprechend ein Schiff, das gar nicht schlecht ist, 7 Sekunden Ladezeit. Wir haben 2200 Alpha, wir haben 3100 AP Alpha, 914 Meter pro Sekunde Mündungsgeschwindigkeit und hier, wie schon vorher erwähnt, die 25 mm Panzerungsdurchschlag. Wir haben die normale AP mit 45 bis 60 Ricochet und eine Reichweite Stock von 15,2 Kilometer. Hier haben wir tatsächlich als eine der wenigen Linien, oder ab hier dann nicht mehr, Torpedowerfer, die relativ praktisch sind. Sind nicht die stärksten, aber es sind diese Verteidigungstorpedos, weil man einen Fehler gemacht hat oder ein Schlachtschiff vor sich sieht, das zu nahe ist. 5,5 Kilometer, super praktikabel. 11.733 Höchstschaden bei 56 Knoten. Da kann man gut mitarbeiten. Sind quasi die US-deutschen Volkstorpedos, zumindest hier für die Omaha. Wir haben auch Wasserbomben. Ist praktisch, denn hier haben wir wirklich schon, und das ist nicht bei allen Kreuzerlinien so, wir haben ab Stufe 5, ich weiß nicht, ob es davor auch schon ist, aber wir haben durch die Bank hier eigentlich Wasserbomben-Luftschlag, also Abwurf mit Flugzeugen. Bedeutet, wir haben eine weitaus höhere Reichweite, als wenn wir das vom Schiff aus abwerfen. Hier sind es jetzt 5 Kilometer, aber wir kommen dann bis Stufe 10 auf einen sehr guten Wert. Die Flugabwehr ist auch etwas, auf das wir uns verlassen können. Vielleicht bei Stufe 5 nicht so extrem wie dann auf Stufe 10, aber ja, jeder CV, der nicht so viele Trefferpunkte in seinen Flugzeugen hat, wird eine Wuster vermeiden, wenn er kann.
oder sie halt rausnehmen, wenn er sehr, sehr gut ist. Höchstgeschwindigkeit ist nicht schlecht, für 35,7 Knoten, ist allerdings mit der 5% Flagge, die ist quasi überall drauf, die droppt man relativ oft. Die 13,1 Kilometer, das ist jetzt ohne Kapitän. Der Kapitän, den werde ich euch kurz zeigen, benutze tatsächlich denselben Kapitän von Stufe 5 bis Stufe 7 und Stufe 8 kann man dann auch wieder diskutieren. Bei mir ist es einmal Last Stand, denn ich möchte immer in Bewegung bleiben, wenn ich kann. Und hier ist wie immer die Frage, kann ich auf oder möchte ich auf die 1% Brandwahrscheinlichkeit gehen? Das ist nicht so geil. Der Explosionsradius für die U-Boote, das ist eine andere Sache. Das ist relativ, oder es ist diskutabel, sagen wir so, und nicht unpraktisch. Vor allem dann, wenn man es auf Stufe 10 vielleicht einsetzt, wo man eine höhere Reichweite hat mit den Flugzeugen, dann auch einen höheren Explosionsradius. Ihr müsst ja mittlerweile bei 800 Metern pro Flugzeug Abwurfbombe liegen. Das wären dann hier 950 Meter. Das bedeutet, man muss weniger genau abwerfen, was gar nicht unpraktisch ist, wenn Wargaming wieder einen Fehler einbaut, dass man das U-Boot schwieriger lokalisieren kann. Dementsprechend könntet ihr den Sprengmeister nehmen. Wie gesagt, nicht für die Brandwahrscheinlichkeit beim Zielen durch die Hauptbatterie Sprenggranaten oder auch nicht für die Sekundäre, sondern für die 15%. Je nachdem, ob wir uns jetzt immer noch Pre-Release oder Nach-Release der U-Boote befinden, wie die Mechaniken eingebaut worden sind und ob sie sehr lästig sind. Ist eine Möglichkeit für 2 Punkte hier 15% mehr Range. Oder aber für Anfänger könntet ihr vorrangiges Ziel einsetzen. Das habe ich tatsächlich hier geskillt, weil es ein Tutorial für Anfänger ist. Theoretisch haben wir auch noch Fokusfeuerausbildung. Minus 10% Ladezeit des Luftschlags. Verstärkung für Sektorpriorisierung plus 25%. Ist eigentlich relativ uninteressant. Wichtig ist die plus 1 Anzahl der Granatenexplosionen im Flugabwehrsalben. Das bringt uns dann auch auf höherer Stufe eine zusätzliche Granate, die dann über 2000 Schaden macht, was richtig gut ist eigentlich. Alternativ, wie gesagt, für vorrangiges Ziel, dann weiß man, dass man zugehen soll. Nicht mehr als 2 Ziele sollten einen beschießen in diesen Schiffen. Dann geht es natürlich weiter. Inspekteur ist dann auf höheren Stufen eine Wahl, hier aber Adrenalinrausch, weil davon profitiert man am meisten. Ich empfehle nicht schwere Spreng- und SAP-Granaten wegen der plus 15% Erkennbarkeit eines Schiffes. Das negiert uns den Tarnungsmeister, den ich als 4. Skill für Anfänger empfehle. Denn es ist wichtiger, Schaden zu vermeiden, als ein bisschen mehr Schaden zu machen und dafür schnell raus zu sein. Das wären meine ersten 10 Punkte für Anfänger von Stufe 5 bis Stufe 7. Nun kommen wir in einen Bereich, wo wir die nächsten 4 Punkte vielleicht reinstecken können. Und das ist die alles entscheidende Frage. Wohin damit? Und das ist eine kleine Glaubensfrage. Wir haben Trägheitszünder für Sprenggranaten. Wenn wir diese skillen, wenn ihr hier seht, und das ist das letzte Mal, dass es jetzt so lange dauert, das machen wir hier nur für Stufe 5 und einmal für Stufe 8, wir haben jetzt 25 mm Panzerungsdurchschlagskraft. Das reicht für alle Kreuzer, für alle DDs, für alle Zerstörer. Problematisch wird es dann bei Schlachtschiffen. Wie wir wissen, werden wir in Stufe 5 gerne bis Stufe 7 gematcht. Schlachtschiffe sind immer sehr beliebt, meistens hat man 4 bis 5 im Gegnerteam. Mit 25 mm Penetration macht man quasi nur auf die Superstructure der Schlachtschiffe und das ist dieser Bereich, wenn ihr auf Panzerung anschaltet, also die Aufbauten auf gut Deutsch. Denn die sind 19 mm schlimmstenfalls oder eben 16 mm und später. Dementsprechend macht man hier immer Schaden. Und dann geht man auf Brände, denn IFAE natürlich vermindert unsere Brandwahrscheinlichkeit um 50%. Das ist gar nicht wenig. Alternativ macht man mit dem Ding, wenn man es aktiviert, aber 31 mm Panzerungsdurchschlagskraft mit High. Und man wird viel High schießen. Das bedeutet unterm Strich, dass wir hier aber die Möglichkeit haben, einen weiteren Bereich von Schlachtschiffen anzugreifen. Und wenn wir jetzt einmal auf die New Mexico gehen, dann kann man das auch ziemlich gut sehen. Wir gehen zur Schiffsvorschau und schauen uns das an. Denn wir haben hier theoretisch in der Panzerung, jetzt habe ich schon weggenommen, einen 26 mm Bereich. Und ihr seht schon, das ist nicht der einzige Bereich, der sich aber von Schlachtschiff zu Schlachtschiff ein bisschen ändert. Hier bei der New Mexico ist auch sehr günstig. Es ist alles 26 mm. Das bedeutet, wenn wir ansonsten mit einer Omaha auf eine New Mexico auf Stufe 6 schießen oder eben auch mit einem Stufe 6 oder Stufe 7 amerikanischen leichten Kreuzer, dann machen wir nur hier Schaden und der Rest geht über Brände. Wenn wir aber IFAE skillen, dann machen wir hier überall Schaden. Jetzt in diesem Fall gegen amerikanische Schlachtschiffe, sehr geil. Gegen die Bayern mit 40 mm oder eine Fuso weniger geil. Aber da machen wir vorne immer noch diesen Bereich und den hinteren Bereich mit 26 mm mehr Penetration.
Das ist meiner Meinung nach euch überlassen, wie ihr das gerne skillen möchtet. Ich habe mich dazu entschieden, die minus 50% Brandwahrscheinlichkeit in Kauf zu nehmen und habe lieber Penetrationsschaden, denn Granaten kann man schwieriger ausweichen als dem Zufall, nämlich dem RNG. Und genau deswegen habe ich EFAE mit drauf. Tatsächlich von Stufe 5 bis Stufe 7. Für mich eine ja, gar nicht so ungünstige Idee. Und wir werden auch im Gefecht sehen, dass man guten Schaden damit macht. Hier haben wir noch die Jägerverbrauchsmaterial und eben die hydroakustische Suche bis 4 Kilometer bei der Ortung. Ansonsten voll ausgebaut. Die Dinger sind relativ uninteressant, was man einbaut. Zielsystemmodifikation minus 7%. Streuung ist immer gut. Schadensbegrenzung. Auf den unteren Stufen lohnt sich meiner Meinung nach hydroakustische Suche noch nicht so. Und hier ist eigentlich komplett egal. Muss man leider sagen. Aber naja, seht ihr, ich habe Hauptbewaffnungsmodifikation 1 drin. Um mich besser zu fühlen, dass die Hauptartillerie nicht ausfällt. Das ist nämlich mein Hauptschaden, der gemacht wird. Aber sehen wir uns jetzt im Gefecht an. Aber es reicht auch ein 10er. Dann geht man halt auf Brände. Wenn man gegnerische Kreuzer beschießt, hat man kein Problem mit. Bei Schlachtschiffen auf die Superstructure und auf Brände hoffen. Ansonsten kann man mit EFAE-Bild überall hinschießen. Und ganz im Ernst, wir spielen hier leichte Kreuzer. Das bedeutet, wir haben einen relativ guten Reload. Jetzt nicht bei der Omaha mit 7 Sekunden, aber je höher wir kommen, desto besser wird entweder der Reload oder die Granatenanzahl erhöht sich oder beides. Dementsprechend die Geschützanzahl erhöht sich, also die Anzahl der Rohre. Oder beides, dementsprechend gleicht sich das aus und wir machen auch mit weniger Brandwahrscheinlichkeit ausreichend Brände. Ja, Cleveland zum Beispiel oder Helena ist eigentlich ein Bombending für das. Ja, und solange wir keine 127 mm haben, ist eigentlich alles okay. So, sind alleine auf der, wir halten uns ein bisschen zurück. Die Omaha ist meiner Meinung nach einer der schwächsten Stufe 5 Kreuzer. Uff. Ich finde, die Omaha ist der zweitschwächste Omaha-Kreuzer im Spiel. Wir haben ja drei. Wir haben die Murmansk, ist meiner Meinung nach der stärkste Stufe 5, also Omaha-Kreuzer wegen 8 km Torpedos und Reichweitenerhöhung mit dem Flugzeug und höchste Reichweite. Ich glaube, muss beim Reload nochmal schauen. Dann kommt die Omaha und dann kommt die Campbelltown, wenn sie so heißt. Aber gut, das ist Geschmackssache. Ja. Dann nehmen wir auch die bessere Murmans. Ja, ja, das stimmt. Aber Stufe 5, ja, habt recht. Ich finde da auch die Furutaka besser mit den 203ern. Ist ein sehr guter, schwerer Kreuzer. Oder die Königsberg ist eigentlich Bombe. Ich glaube, bei den Franzosen ist der 5er auch nicht schlecht, wenn es mich nicht ganz täuscht. Was haben wir dann noch? Was haben die Briten beim 5er? Kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß, die Fidschi ist noch gut. Schauen wir. Marblehead. Marblehead. Ganz genau, Marblehead heißt sie. Dankeschön, Steel Griner. Vielen lieben Dank. Fluffy Power. Die lernen Fluffy Power. 6. Graf Spee, dankeschön für dein Follow. Und Chuck, auch dir, dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen heute Abend. Dann, was bedeutet das? Entweder versuchen wir nicht aufzugehen und lassen die Mutsuki spotten. Deswegen warten wir hier noch einen kurzen Moment. Jetzt gehen wir gleich wieder zu und können hier die Leander bespaßen. Ja, die erste Salve geht wahrscheinlich daneben. Ich dachte, die fährt jetzt krass rein, aber macht sie nicht. So. Die wird uns hier ein bisschen spotten, werden wir versuchen, die Leander zurückzuhalten. Ihr seht schon, der Vorteil der Amerikaner, hier nicht so extrem, aber später dann mehr, ist der Shell Arc. Bedeutet, ihr werdet die Möglichkeit haben, über so gut wie alle Inseln, die ihr kennt, rüber zu schießen und Spaß zu haben. Fuso, Flugzeugträger macht das auf, das ist gut. Problematischer ist er hier mit dem. Wir hier schießen können. Ich muss mich jetzt. Das ist ein bisschen kritisch. Ich muss mich weiter nach vorne bewegen, damit ich ein bisschen unterstützen kann. Aber die Lerner macht halt richtig Schmerzen, wenn sie mich erwischt. Deswegen, wir haben keine Eile. Die T61 könnte auch drin sein. Die schießt Last Position. Wir dürfen nur nicht aufgedeckt werden. Wie definierst du die Aufgabe von Kreuzern? Die D-Jagen bzw. eigene Schützencaps ist abhängig, Frankie, von der Art. Hallo Dirk, ja, ein ganz wichtiges Schiff. Von der Art des Kreuzers tatsächlich. Leichte Kreuzer mit. Oh, jetzt müssen wir helfen. Mit Radar und Hydro, definitiv. Da ich werde mit dem Ding so weit wie möglich am Cap sitzen. Wir sind ja jetzt auch quasi 8 Kilometer vom Cap entfernt. Wir haben wenige Ziele, die beschossen werden können hier vom Feind.
Deswegen ist es ja gefährlich. Ja, wir müssen gut aufpassen, aber wir müssen auch unsere Mutsuki ein bisschen unterstützen, auch wenn ich gerade gar nichts treffe. Aber das ist die Eigenart der amerikanischen Kreuzer. Man muss sich erst einspielen hier mit den Dingern. Ein paar Salben schießen. Wir werden sie nicht besiegen können hier, aber wir können das Beste machen. Das Problem ist eine Salbe von der New Mexico oder so, das wäre halt bitter. Geht schon wieder rein, das Lure. Reicht eigentlich gut aus, das Ding. Aber so werden wir das nicht halten können. Die Fusor wird die jetzt rausbumsen vielleicht. Aber ich muss mit nach vorne kommen, um zu helfen. Ansonsten wird die T-61 sie erledigen. Das kann jetzt ein schnelles Gefecht werden, genau wenn es nicht funktioniert oder der Gegner gut feuert hier. Na, weil die T-61 wird natürlich versuchen, hier die Fusor zu torpedieren. Das dürfen wir nicht zulassen. Oh, Eraser, einfach kurz warten oder das Spiel schließen und neu starten. Dann soll es passen. Dann soll das funktionieren. Also wenn es bei mir mal im Versuch nicht funktioniert, dann Fehler, aber ja. Also wie gesagt, leichte Kreuzer sollten schon unterstützen. Am Cap, wenn es geht, wenn sie Radar haben. Wenn sie kein Radar haben, dann ist eine andere Geschichte. Dann, was will man dann großartig unterstützen? Ne? Kommt leider hin und wieder vor, GF Master, mit dem Server sind überlastet oder konnte kein Gefecht gefunden werden, weil Wargaming einfach Gurken-Server fährt, teilweise. Halt echt bitter. Lalalala. Wir könnten das auf jeden Fall. Ein Krümel auf meinem Tisch. Lauft. Mit dem. Ja. Jetzt könnten wir auch besser auf die da schießen. Wie gesagt, Kontrolle der eigenen Aufdeckungsreichweite und der eigenen Position im Verhältnis zum Feind ist mit diesen Schiffen key. Ist mit allen Schiffen wichtig, aber mit Schiffen, die so vulnerabel sind wie die leichten Kreuzer, ist es extrem wichtig. Am besten geben wir gar nicht auf, wenn es sich vermeiden lässt. Aber gut, das lässt sich nicht immer vermeiden. Und dementsprechend... entsprechend müssen wir gut aufpassen. Oh, ein Brand hier auf der Mexiko wäre super sexy. Hätte jetzt übrigens auch hier warten können. Ich warte aber hier hinter der nächsten Insel. Geh zwar kurz auf, verrate meine Position. Ist auch nicht immer unbedingt gut, weil dann kann der Gegner vorhersehen oder antizipieren, wohin ihr fahrt. Und das muss nicht immer sein. Das ist auch immer besser, wenn es nicht so ist. Ich ziele hier zum Beispiel zu hoch. Ah, ein Brand am Arsch, ein Brand in der Mitte. Dann stoßen wir weiter vor. Leider keinen Brand in der Mitte, aber einen Permabrand, wie es aussieht, für den Rest. Ja, wichtig ist hier, man kann AP schießen. Man muss nur wissen, auf welche Ziele. Wir kümmern uns dann gleich um die AP-Pen der leichten Kreuzer, dann wenn wir Stufe 6 kommen. Müssen wir noch warten. Aber es sieht aus, es ist momentan, was die Schiffe betrifft, relativ ausgeglichen. Wir erledigen jetzt gleich hier die New Max. Und dann schauen wir. Leichte Kreuzer sind übrigens nicht dazu da, dass sie großen Schaden tanken. Beim besten Willen nicht. Das können ruhig andere übernehmen. Leider kriegen wir den Kill nicht. Ich glaube, unser Brand dürfte gleich auslaufen. Ja, dann wird es die Gepard hier holen. Die hat richtig Bock, oder? Oder auch nicht. Ah, das heilt. Das ist jetzt bitter für meine Position hier. Ja. Immer eine Frage der Planung. Ich habe geplant, dass das Schiff hier den Morgen nicht mehr erlebt. Zu tief gezielt. Hier kann man auch AP schießen tatsächlich. Und in die Gürtelpanzerung rein hier. Ja, leck mich doch Fuß. Zu wenig und zu spät. Ja, jetzt wird die Dallas mir versuchen auf den Sack gehen. Wir gehen auf 12.
11,8, komm. Vielen Dank. Sagst du auch den 7er Premium Krüppel CL? Ne, wir spielen heute nur mit den denen der Reihe tatsächlich. Wir können mal eine nehmen mit wo wir sagen, wir spielen die. Das könnte wehtun. Wir spielen auch Premiums. Aber wir arbeiten uns immer die Linie hoch. Ist wie gesagt für Anfängerinnen, wollen wir jetzt keine Premiums andrehen. Sondern wir wollen denen ja die Linie zeigen, ob sie überhaupt zu den Amerikanern kommen wollen oder nicht. Ideales hat doch nur 152er. Warum schießt es so penetrant hier mit AP? Ja, da kann sie Schaden machen, aber. Eigentlich müsste sie mit High zuverlässiger Schaden machen. Außer ich zeig zu viel, aber ich zeig doch nicht zu viel. Jetzt vielleicht. Drin hier. Schön abprallen lassen, fetten Panzerungsteil in der Mitte. 7000 hat sie noch, jetzt nur noch in Congo Range hier kommen. Ah, jetzt hat sie meine 13 mm hinten getroffen, penetriert. Wenn der Ranger kommt. Ranger ist bitter, aber die geht hier auf die Fuße, Gott sei Dank. So ein Luder, komm, stirb. Einer hat nicht gereicht. Na gut. Ah, schade. Ah, der Titanic-Taucher, den ich meinte, das soll nur zur Abschreckung dienen. 7er Premium CL, Boise und Nuevo de Julio. Die sind gar nicht schlecht, also ich finde die gar nicht so mies. Die muss eigentlich wieder hochdrehen. Die ist jetzt tot, die treffen. Ja. Bremst hier ab. Sehr gut. Brutacke ist da drin. Viel Spaß mit deiner besten Linie, Velofarships. Dankeschön, Log. Finde ich echt nicht schlecht. Also habe ich schon Schlimmeres erlebt, tatsächlich. Wobei auf den unteren Stufen sind die alle nicht schlecht. Muss man auch sagen. Das ist jetzt unser Angstgegner, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn der die Türme eingedreht hat und wir ihn jetzt nicht erledigen, dann overmatcht er uns einfach. Also nicht zu viel anwinkeln. Oh, er hat da AHI drin, nice. Oh, das ist gut, das ist gut, dankeschön. 203 mm wäre bitter gewesen. Ja, ja, die Reichweite ist dürftig. Aber die Reichweite ist tatsächlich egal. Torpedos, dead ahead. Also finde ich persönlich, weil mit dem Schiff muss man sich eh anschleichen. So, wir haben 7 Minuten 54, wir haben mehr Punkte. Ich glaube mal, nimmt die New York was ein? Ich fahre jetzt da nicht rein, ich versuche mir den Schaden zu holen, sagen wir so. Und wir machen mal Hydro an und schauen. Oha! Das ändert natürlich alles. Ach, ich habe AP drin. Das ändert natürlich ein Scheißdreck. Heroisch werden wir versuchen, das Cap zu holen. Natürlich. So wie es sich gehört. Nein, das Gefecht war gewonnen. Wir könnten auch den Flugzeugträger beschießen können. Rein schadenstechnisch von der Höhe am Ende wäre wahrscheinlich mehr drin gewesen, wenn wir Torpedos, direct front. The ship is on fire. Direkt den Flugzeugträger erledigt hätten. Aber es geht uns ja nicht nur um den reinen Schaden. Und tatsächlich 61.000 auf Stufe 5 ist, ist mucho bueno, würde ich mal sagen. Geduld ist eine Tugend, die bei mir hin und wieder aussetzt. Meine Gier beendet dann das Spiel. Ja, für dich persönlich mit Sicherheit.
Hoffe natürlich nicht für den Rest des Teams, aber genau das ist es. Man muss sich mit Kreuzern generell ein bisschen in Geduld üben und mit amerikanischen leichten Kreuzern im Speziellen. Ich glaube, das trifft es. Also nicht umsonst, und so im richtigen Leben, wenn man heiratet, sondern hier auch in World of Warships, wenn man eine Reihe auswählt. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, oder? Zu wissen, was, ein bisschen was zu wissen über die Reihe ist sicherlich nicht schlecht. Hat keinen CC-Bonus. Das ist wie immer üble Nachrede von Wonka. Leider, wie gesagt, werden wir wahrscheinlich nicht mehr in den Genuss kommen, den zu killen. Ah, ist in der Renze stehen geblieben. Ja, dann sowieso nicht. Die Reichweite ist bescheiden. Inscape brauchen wir auch nicht mehr mit 2-1. Wir könnten theoretisch noch mitnehmen. Aber ich hoffe doch, da. Übrigens, kleiner Tipp, wenn ihr wissen wollt, ob das Schiff nach vorne oder nach hinten fährt, sobald es offen ist, auf die Torpedos wechseln. Es bremst ab. Schade, dass die Fuso oben hier gestorben ist. Ihr könnt auf der Karte hier sehen, da seht ihr es. Denn die hätte die nach vorne gezogen und wir hätten sie dann beschießen können. Aber es sieht aus, als würden sie, wieder Vollgas geben. Nice. Ich denke mal, hier können wir auch HE-Zitadellen machen mit dem Ding. Je nachdem, wohin wir kommen. Vielleicht können wir sogar noch 70.000. Was haltet ihr davon? Vielleicht. Nicht schlecht aus. Cappen wollen wir nicht. Wir erledigen den. Bleibt wieder stehen. Napoli als nächstes. Nur wenn die Napoli ein amerikanischer leichter Kreuzer ist. Auf den Stufen 5 bis 10. Ja. Und nein, die anderen sind schneller. Ja, schade. 77.000. Monka Schocker, ich bin und bleibe der Meinung, dass andere wochenlang gute Replays anhäuft und uns dann das als live gespielt verkauft. Gibt keinen Beweis, dass er live spielt. Natürlich gibt es einen Beweis, dass ich live spiele. ihr hättet die Wahl zwischen amerikanischen Kreuzern und italienischen Kreuzern tatsächlich. Ja, wir haben den Krieg gewonnen, das gehört alles denen. Also ist natürlich auch was amerikanisch. Ich weiß nicht, der hat einen Italiener, aber was dagegen. Und schaut, wir führen tatsächlich mit 2000 Basic XP auf Stufe 5. Ganz im Ernst, 2000 Basic XP auf Stufe 5 ist echt nicht schlecht. Da kann man sich echt nicht beschweren. Und wie ihr seht, es ging ganz einfach von der Hand, würde ich mal sagen. Ohne, dass wir uns extrem angestrengt haben. Einfach nur mit ein bisschen aufpassen. Ja, wir haben nicht viel getankt, das ist auch nicht unser Ziel. Wir haben aber, da, das war gut, die Fubuki beschießen, die T-69 beschießen, wir haben die Kreuzer beschossen, weggedrängt, wir haben zweimal gecapped, das ist okay. Wir haben zur rechten Zeit AP gewählt für die Zitadellen. Man könnte für Anfänger pauschal sagen, 8-9 Kilometer Entfernung kann man es gerne mal mit AP probieren, bei Kreuzern, bei leichten Kreuzern tatsächlich noch früher. Wenn der Winkel stimmt, kann man es auch sonst mal probieren. Das nächste Schiff der Linie ist die Dallas. Die Dallas ist der erste Kreuzer, den wir haben in dieser Linie, der wirkliche Türme hat, die auf beiden Seiten zum Einsatz kommen. Wir haben hier natürlich auch die 152 mm, wir haben die gleiche relativ leichte Panzerung oder schlechte Panzerung hier mit einem 25 mm Bereich. Ihr seht auch hier wieder 16 mm, das bedeutet, jedes Kaliber über 240 mm overmatcht euch hier, also die Panzerung wird ignoriert bei AP. Das bedeutet, eine Graf Spee besonders gefährlich als Schlachtkreuzer oder, ja, eigentlich Schlachtkreuzer ist ja keiner, aber als, nennen wir ihn doch einfach Kreuzer mit großer Artillerie, ist gefährlich für euch. Anwinkeln hilft da nichts, ihr könnt nur nicht getroffen werden, außer hier in diesem Bereich, Panzergürtel mit 89 mm, da habt ihr das Problem nicht. Ansonsten seid ihr relativ schnell tot und es ist besser, wenn ihr Breitseite zeigt, also so zum Feind fahrt, wie mit einem Kaliber über 240 mm, als dass ihr so fahrt. Warum? Weil eine Granate Zeit braucht, um zu zünden. Eine Granate, die groß genug ist, um die Panzerung zu ignorieren, rast durch das ganze Schiff und explodiert dann im hinteren Bereich. Eine Granate, die weniger Zeit hat, durch das Schiff zu rasen, nämlich hier durch, rast hier durch, fällt ins Wasser und detoniert gar nicht. Das ist ein Unterschied zwischen 33% des Alpha-Schadens AP, wenn es im Schiff detoniert, oder 10%, wenn es nur eine Overpen ist. Das natürlich zu bevorzugen. Die Überlebensfähigkeit sinkt
nicht, steigt aber auch nicht groß mit den Trefferpunkten, nämlich von 26.000 auf 28.000. Die Artillerie hingegen, wir haben ein bisschen mehr für eine Seite, allerdings zum Tausch gegen höhere Nachladezeit, 8,5 Sekunden natürlich, bei 122 Meter maximale Streuung. Aber hier bekommen wir einen kleinen Twist. Wir haben mehr Feuerkraft, aber wir müssen auch näher ran. Wie ihr schon sehen könnt, haben wir hier 14,3 Kilometer. Das ist geschrumpft von den über 15 Kilometern zur Murmansk. Es wird mit Stufe 7 leidlich besser und dann erst ab Stufe 8 in einem Bereich, wo man gut überleben kann. Allerdings ist hier anzumerken, die Stufe 5, Stufe 6, Stufe 7 Karten sind kleiner als Stufe 10 Karten. Dementsprechend benötigt man auch nicht diese extreme Reichweite, weil man gut von einem relativ mittig bis seitlichen Punkt auf den Großteil der Karte, meist die Hälfte, kommt. Auch hier haben wir wieder den Luftschlag per Bombenabwurf hier auf 6 Kilometer anstelle auf 5. Die Flugabwehr ist weiter angestiegen. Wir haben jetzt pro Bubble sind jetzt 2397, eine Manövrierbarkeit von 34,1 Knoten, 56 Meter Wendekreis, also 8 Sekunden Ruderstellzeit. Ihr seht, man ist relativ beweglich und eine Verborgenheit von 10 Kilometer mit Einfach-Concealment. Und Wargaming deutet hier schon an, ja, ihr müsst mit dem Concealment arbeiten, damit ihr es zu was bringt. Ansonsten ist es ein bisschen kritisch. Auch hier ist mein Standardkapitän für Anfänger Last Stand, einmal ein runter vorrangiges Ziel. So kann man einschätzen, was alles auf einen zielt, ohne wirklich nachschauen zu müssen oder die Granaten zu erkennen, woher sie fliegen. Wenn man keine gute Übersicht hat als Anfänger, scheint dann eine 2 oder eine 3 auf. Übersteigt die Zahl 2, sollte man versuchen zuzugehen, somit der Gegner sich ein neues Ziel suchen muss. Und dann eröffnet man wieder das Feuer, das erreicht man über das gute Concealment, das wir nach Adrenalinrausch hier mit den Tarnungsmeister-Skillen, minus 10%. Ansonsten haben wir ein bisschen über 11, das ist theoretisch auch okay, aber ihr müsst immer den Unterschied berechnen zwischen maximaler Aufdeckungsreichweite, maximaler Feuerreichweite. Je enger die beiden beieinander sitzen, desto schwieriger wird es sein, euer Schiff einzusetzen für euch. IFAE ist hier bei mir auch wieder drauf. Wie gesagt, minus 50% Brandwahrscheinlichkeit plus 25% Pen. Bedeutet, ich komme hier schlussendlich auf eine Brandwahrscheinlichkeit von 7% anstelle von 12%. Meiner Meinung nach, je höher die Kadenz, desto eher ist es zu vernachlässigen. Gut, wir haben noch die Ausrüstung, die über ist. Wir haben hier, wie schon erwähnt, auf Stufe 6 etwas dazu gewonnen, nämlich defensives Flakfeuer, was unsere Anti-Air verstärkt. Und auch da sieht man wieder, wo Wargaming mit der Reise hingeht. Hier habe ich schnelles Beschleunigen. Meist sitzt man nämlich hinter Inseln oder sitzt im Kite, also Arsch zum Feind, angewinkelt, feuernd, offen. Und wenn die Salve kommt oder wenn man vermutet, dass eine Salve in Arbeit ist oder abgeschossen wird, fährt man an oder fährt vom Rückwärtsgang wieder an, dann beschleunigt man 50% schneller damit und kann der Salve eher ausweichen. Auch das sehen wir jetzt im Gefecht. Schauen wir mal. Flugzeugträger, natürlich, wenn man mit dabei. Wenig DDs. Wenn du von einer 24er oder 190er getroffen wirst, zerlegst du dich. Das stimmt, ja, da ist ganz egal, ob man minus 15% Brandwahrscheinlichkeit hat oder nicht. Ist auch übrigens dasselbe bei der Hindenburg. Bei der Hindenburg wurde ich gefragt unter dem Deutschen Kreuzer-Video, also wie sieht es aus mit dem Legendary-Modul bei der Hindenburg, damit man weniger lang brennt, ich glaube minus 40%. Das kann man schon machen, aber ich würde nicht die Tarnung dafür aufgeben. Da ist es mir, bin ich effektiver vor Treffern geschützt, wenn ich zugehen kann, wenn ich will, anstatt dass ich offen bin, ohne dass ich es beeinflussen kann. Das ist halt bitter. Ey, ich bin jetzt einmal Low-Tier gewesen und jetzt bin ich Top-Tier. Ist das nicht das, was Wargaming fair nennt? Ich glaube schon. Oh, Vorteil übrigens ist noch, wir haben hier hydrakustische Suche, T-Virus und den Jäger, den niemand braucht. Zusätzlich mit dabei, ohne dass wir uns entscheiden müssen. Nachteil, 1 Kilometer weniger Reichweite. Pauschal. Es ist natürlich die Frage, was ist im Gegnerteam, was ist in unserem Team? Prinzipiell bei den leichten amerikanischen Kreuzern auf Stufe 6 vollkommen irrelevant. Alles bumstig. Muss man einfach sagen. Egal welches Schlachtschiff es ist, ist ein bisschen kritisch. Wir haben langsame Turmdrehzeit, deswegen drehen wir ein bisschen vor und schauen, dass wir gute Schüsse kriegen, solange es geht, und fahren nicht so weit nach vorne wie die Dallas hier. Das ist ein absolutes No-Go. Wir sind jetzt zwar offen für Flugzeuge, aber nicht für den Rest hier. Ich kann leider nicht weiter vorhalten. Für das
kleine DD-Line hier. Ah, die wird mit Sicherheit hochdrehen. Die Frage ist nur wann, ne? Es ist generell keine schlechte Position auf dieser kleinen Karte. Es wäre nur wichtig, die dreht nicht hoch, warum? Dass wir das Gedöns aus dem Schatten hier kriegen. Ja, ganz einfach, weil ansonsten wollen die hier auf uns schießen oder die wollen auf uns schießen. König ist übrigens kein so geiles Ziel, aber wir nehmen, was wir kriegen können. Solange die Fuso nicht auf uns schießt, ist eigentlich relativ gut. Und hier müssen wir halt auf Brände gehen. Komm da nicht hin, oder? Vielleicht so, wenn die drehen. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ja, das habe ich gemeint. Ah, die müssen raus hier. Ansonsten kann ich hier nicht gut farmen, oder? Ich muss weiter. Und ich bin zu? Das ist ein Inselfehler hier. What the fuck? Nein, ist nicht, weil sie außerhalb der Reichweite sind. Cool, 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 cool. Das, ne? Ja, bei Schlachtschiffen muss nicht immer Tarnung mit dabei sein. Also, dass der überhaupt über die Insel kommt, wäre jetzt schon arg fragwürdig, ganz im Ernst. Es kommt ganz darauf an, auf welches Schlachtschiff man sich bezieht. Ich habe zum Beispiel bei der Schliefen habe ich nur einmal Tarnung mit dabei. Ah, jetzt der Gas. Ein bisschen Angst vor Hatsuharu. Er muss noch die akustische Suche einstellen. Mir hat er ihn geschickt. Ja, ja. Glaubt ihren Lügen nicht. Es wird fair verteilt vom Bot wie immer. Oh, die Königsberg. Ich habe leider zu viele Trefferpunkte verloren. Jetzt muss ich noch vorsichtiger fahren als generell schon. Ich will ja nicht unter 40.000 rausgehen. Das ist auf Stufe 6, wäre das echt kacke. Schießen wir lieber auf die Fuso. Heißt aufpassen. Oh, die Hatsuharu. Schießen wir lieber auf die Hatsuharu. Du hast doch geschossen, warum gehst du überhaupt zu? Ist ja auf der Relle zu gebrauchen, vielleicht sind sie gefühlt relativ schwach geworden. Ja, zu gebrauchen. Kommt drauf an, du wirst einen Angriff nicht abfangen können. Dafür reicht es nicht aus. Dafür ist die Anti-Air aber auch nicht gedacht, dass ein einzelnes Schiff den Anflug eines Flugzeugträgers aufhalten kann. Mehrere Schiffe ja, eins allein nicht. Stufe 6 ist sowieso so ein bisschen Narrenfreiheit. Wenn Stufe 6 ein Flugzeugträger auf Stufe 6 Schiffe, hat man eher die Narrenfreiheit. Kommt man aber auf Stufe 7 Schiffe, dann ist es natürlich wieder bitter und böse und kacke und alles. Sieht nicht gut aus für unser Team, wir müssen die angeschlagenen Schiffe töten. Töten Sie vielleicht die König, bitteschön. Das hätte was. Ich schieße auch weiter auf die Fuso, obwohl eine T-Shirt ein besseres Ziel wäre für mich. Und da kommt jetzt eine... Eigentlich habe ich überhaupt keine Chance gegen eine Nürnberg, wenn die das geschickt anstellt. Ich komme jetzt nur nicht mehr auf die Fuso, das war die letzte Salve. Deswegen, ja, noch ein Brand, sehr gut, und da kann ich löschen. Ist tatsächlich das Problem, dass die Königsberg hier um die Ecke kommt. Ihr habt mir das Main Turret ausgeschossen. Willst du mich verscheißen? Verdient, würde ich mal sagen.
Ja, aber wie gesagt, ihr seht ja, wir haben ein bisschen Schaden gemacht an nutzlosen Jägern. So ist jetzt nichts. Jetzt beginnt eigentlich das Schleichen. Jetzt müssen wir mal schauen. Wo ist die gegnerische Aoba? Deswegen bringen wir das Flugzeug raus und hoffen, dass es die scoutet, bevor es um die Ecke kommt. Aber die wird wohl hier rechts hinter der Insel sein. Währenddessen schießen wir auf die Oktoberrevoluzka. Hoffen wir auf Brände. Und dass wir nicht aufgehen. Problem ist, die Karte ist echt winzig. Ich muss Geduld haben mit den Dingen. Ein Schluck Kaffee und die Welt sieht wieder anders aus. Problem ist nämlich, man kann nur ein Gefecht gewinnen, solange man... Oh, da ist die Ober. Solange man am Leben ist. Was? Wie hoch muss ich zielen? Die dreht eh schon rein. Na, ich hab dich schon gesehen, du Lura. Schnelles Anfahren, Baby. Warum bin ich denn überhaupt offen? Na, jetzt hat mich der Flugzeugträger gesehen. Der will mich jetzt. Jetzt geht's mir dreckig. Zwei Schiffe? Welche zwei denn? Wie gesagt, immer noch. Gut, dass die Weser nicht checkt, was für Munition sie geladen hat. Welche zwei? Eins nur noch. Das jetzt halt bitter. Je nachdem, wie gut er schießt, chancenlos. Ich kann nur hoffen, dass er um die Ecke fährt, dass er mit Vor- und Zurück ein bisschen... Ja, fährt er nicht. Das Gute ist, er ist auch tot. Egal was passiert. Deswegen schießen wir hier nochmal, wenn ich es überlebe, auf die Hatsuharu. Er hat mit Sicherheit abgeworfen. Kommst du da durch? Durch das Löchlein? Gib ihm! Bam, Bitch! Ja, halt gegen das Luder. Hör auf! Nein, 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 nein! Nein! Naja, wir haben unser Bestes gegeben. Ja, die König heilt leider gegen. Die sich. Das muss. Ja, brennt noch. Dachte schon. Sehr gut, hat noch richtig kassiert. Du kleines Luder hier. Hat's aber noch geschafft zu heilen. Ja! Ja, schön gelupft. Man muss alles einsetzen, was geht hier. Drecksding. Das kam jetzt echt unerwartet. Unser blöder Jäger hat ja gar nichts gescoutet. Gut, war schon weg. Ne? Aber unser Flugzeugträger hat ja gar nichts gescoutet. Aber come on, ich bin zufrieden mit 61.000 auf der Dallas. Ist okay. Wir haben 3 Kills gemacht. Das war, und da müsst ihr euch drauf einstellen, das sind zu 60% nicht die spannendsten Spiele zum Zuschauen. Definitiv nicht. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr selbst hinter der Insel sitzt, um quasi nur 3 Meter nach vorne verschieben, oder sagen wir 10 Meter nach vorne verschieben und 30 Meter wieder zurück, damit ihr hinten und vorne nicht aufgeht und Blut und Wasser schwitzt, dass ihr das Drecksding noch rauskriegt, bevor ihr rausgeht, dann ist es für euch schon spannend. Und natürlich, wenn ihr dann gut spielt und wenn ihr dann auf Stufe 8 Radar bekommt, dann ist es auch wichtig für euer Team, dass man nah am Cap sitzt, zum Beispiel. Aber du bist doch der King im Lutschen. Wie kann man da jemand anderes besser sein? Hallo, Chegosh. Ja, Admiral Lu Chen ist da ein harter Verhandlungsbrocken, muss man echt sagen. Der lässt nicht mit sich sprechen beim Lutschen. Da muss jeder Torpedos lutschen. Es hilft nichts. Wie gesagt, ich bin zufrieden mit der Runde. Ich bin unzufrieden, dass ich nicht gesehen habe, dass die König geschossen hat. Es hat mich die Hälfte des Lebens gekostet. Sonst würde ich immer noch leben. Hätte jetzt noch die Hälfte des Lebens. Natürlich, weil ich habe die Hälfte verloren gehabt. Die hätte ich jetzt noch. Dementsprechend könnte ich jetzt noch am Kampf gegen die Oktoberrevoluzka teilnehmen.
was durchaus. Ja, sagen wir so, es bringt noch ein bisschen was an Schaden. Es bringt jetzt nicht den Überschaden, weil die Oktober Revolutia, die besteht quasi nur aus Geschütztürmen und die sind zu gut gepanzert, als dass wir mit HE Schaden machen. Und mit AP müssen wir zu nah ran. Ich will nicht unbedingt gegen 4x3 Türme in Borodino-Anordnung? Ja, kämpfen, das ist gar nicht geil. Hättest aber gleich zu Beginn von der König gelöscht werden können. Wäre theoretisch auch möglich gewesen, aber wie ihr wisst, vom Wargaming gibt es meistens nur eine Zitadelle und der Rest waren Overpants. Dementsprechend, das ist keine Weisheit, die man sich aufheben sollte. Aber wenn ihr mal bei euch schaut, wie oft schießt ihr nur eine Zitadelle und wie oft schießt ihr 4 Zitadellen? Ich schieße öfter nur eine Zitadelle. Das war wieder ein CC-Bonus. Hab nur Einzelzitadellen geschossen hier. Aber wenn der CC-Bonus zur Gewohnheit wird, ist es dann nicht Skill? Nein, das ging anders irgendwie. Wenn Glück zur Gewohnheit wird, dann ist es Skill. Ja, die Fusion macht das jetzt schon. Die Oktoberrevolutska brennt und wird von der Mitte von Kongo und Queen Elisabeth erledigt. Oder die Graf Speer erledigt es. Da kann er auf der Weser noch ein bisschen Schaden machen. Natürlich, muss man sagen, ist es Stufe 6. Ihr habt gesehen, die Weser hat mich von vorne angeflogen mit AP-Raketen. Macht man nicht, macht man von der Seite natürlich. Das ist wie mit einer Hochseeangel im kleinen Teich fischen. Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, beißt du überhaupt irgendwas an? Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Das ist, wir kommen hier mit der Erfahrung von 10.000 Gefechten, kommen wir rein in Stufe 6. Wir können auch einen 21er Kapitän draufklatschen und dann sagen, hey ho, ich bin ein super geiler Hecht. Es wäre bitter, wenn wir unter 10.000 Schaden machen würden oder 20.000, das ist klar. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, das Bestmögliche herauszuholen für jede Schiffsklasse. Wird dann auch interessant mit den italienischen Kreuzern, da werden wir immer offen fahren, da werden wir immer flankieren, da werden wir nie hinter einer Insel stehen. Deswegen, es ist doch lustig, dass man hier im Spiel, auch wenn man schon lange dabei ist, aber sobald man eine neue Linie beginnt, einen anderen Spielstil bekommt, sodass man sich auf die Schiffe doch einlassen muss, um gut zu sein. Gut zu sein trifft es wahrscheinlich, gut, ja. Um sehr gut zu sein, sollte man sich auf ganz wenige Schiffe konzentrieren oder man ist einfach ein Crack. Meistens fahren aber Leute, die sehr gute Stats haben, nur gerade die stärksten Schiffe. Die wird man selten in mittelmäßigen Schiffen sehen. Das ist aus ganz gutem Grund, ne? Mittelmäßige Schiffe können auch sehr gute Ergebnisse einfahren, aber halt weitaus schwieriger als sehr gute Schiffe. Und püff. Und das war's mit dem Gefallen. Schauen wir mal. Dieses Mal haben wir mehr Schaden auf Schlachtschiffen, wenn es mich nicht täuscht. Weniger Schaden generell. Wir haben kein Cap. Da werden wir auch nicht so gut abschneiden. Vierter Platz mit 1364. Das zeigt auch schon, dass 2000 Basics auf diesen niedrigen Stufen eigentlich ziemlicher Brecher ist. Muss man sagen. Hier, Fushun hat das echt gut gemacht. Dabei weiß ich gar nicht, wer hat ja 20 Flugzeuge abgeschossen, die Queen Elizabeth. Stufe 7, Helena. Das ist ein Schiff wie, na, ich würde fast sagen, wie die Dallas, deswegen gibt es dazu nicht viel zu sagen. Wir haben mehr von allem. Ihr seht schon, wir haben 5x352 mm, ein leichter Kreuzer, wie er im Buche steht. Die Panzerung leicht, wie es ja auch gewohnt ist von der Helena. Nicht treffen oder Breitseite zeigen bei schwerem Beschuss, also nicht treffen bei Hai, das muss man immer sagen, weil Hai ignoriert Winkel, ist nur Panzerung wichtig. Breitseite zeigen bei AP-Beschuss, natürlich nicht, wenn er auch von anderen Schiffen gleichzeitig beschossen werden könnte, aber dann ist es generell zu Ende. Und sagt euch das Overmatch, oder schaut euch das Overmatch und die Penetration im vorherigen, in der vorherigen Stufe an. Wir haben jetzt 33.000 Trefferpunkte, leidlich mehr 5.000 als Stufe 6. Die Hauptbatterie ist jetzt mit 8,5 Sekunden wieder an die Nachladezeit gewachsen. Dafür haben wir sehr stark zugenommen, was die Geschütze betrifft, also die Anzahl. Wir haben jetzt 15 Granaten in der Luft, 2.200
Höchstschaden mit 3200 Alpha Höchstschaden, allerdings unterschiedliche Mündungsgeschwindigkeiten. Ihr seht, die High-Granate ist schneller, 812 Meter pro Sekunde. Die AB-Granate ist mit 762 Meter pro Sekunde nicht so schnell. Die Reichweite ist nur um 0,3 Kilometer gestiegen, fast vernachlässigbar. Der Spielstil ist ident mit diesem Schiff. Ihr werdet pro Salve mehr Schaden machen, dafür aber ein bisschen länger warten müssen, bis ihr die Salven abfeuern könnt hintereinander. Hier haben wir eine starke Steigerung von über, also von 100% auf zwei Angriffsfluggruppen zu Stufe 6, bedeutet bessere Abwehr gegen U-Boote. Auch die Flak ist gestiegen durch den Schaden und auch durch die Anzahl um, was sind das jetzt, 133%, oder? Nein, da muss man aufpassen. Also wir haben 33% mehr, also ein Drittel mehr. Ja, das ist 50%. Von 2 auf 3 sind es 50% mehr, ne? Also 5,8 Kilometer ist die Reichweite. Flugabwehr wird immer stärker werden, je höher wir kommen. Manövrierbarkeit 32,5 Knoten mit Flagge natürlich, sonst müssen es 31 sein. Oder knappe 31. 680 Meter Wendekreisradius, Ruderstellzeit 9,1 hier mit meiner Skillung. Erkennbarkeit zu Wasser sehr gute 10,4. Und ja, auch hier ist der Kapitän der, den ich für diese Stufen verwende. Wie gesagt, ich glaube, bis Stufe 6 kann man einen 10er Kapitän haben und danach spart man auf einen Skill seiner Wahl. Hier bis Stufe 7, wird es jetzt ein bisschen komplizierter, denn wir haben auf Stufe 8 andere, wirklich andere Dicken der Panzerung, vor allem bei Schlachtschiffen. Bei Kreuzern kommen wir auf 30 mm, deswegen kann man ohne diesen Skill keine anderen Kreuzer mehr bekämpfen, die eine Stufe höher oder zwei Stufen höher sind, außer in Superstructure oder teilweise Bug und Heck. Und das ist natürlich bei einem schnell arbeitenden oder manövrierenden Kreuzer schwieriger als bei einem trägen Schlachtschiff. Die Schlachtschiffe haben aber auf Stufe 8 noch mehr Panzerung, nämlich 32 mm, und da lohnt es sich tatsächlich dann nicht mehr, das zu skillen. Nun ist die Frage, wenn wir auf Stufe 6 gematcht werden, nützt uns die FAE natürlich wieder zur Schlachtschiffabwehr. Stufe 7 ebenso. Stufe 8 ist es dringend notwendig, um gegnerische Kreuzer effektiv bekämpfen zu können, aber dann können wir keine Schlachtschiffe mehr bekämpfen. Die Frage ist, lohnt sich dann die FAE dann noch, wenn wir Einschränkungen haben, die noch größer sind als nur die -50% Brandwahrscheinlichkeit? Ja, das lasse ich euch selbst entscheiden. Ich bin 5-mal mit und 5-mal ohne gefahren. Für mich stand unterm Schnitt natürlich in schwierig untereinander vergleichbaren Gefechten fest, dass für mich, wo ich wenig Brandwahrscheinlichkeit habe, auch mit alles auf Brand geskillt, lieber die Penetration mitnehme. Das ist aber, wie schon gesagt, euch selbst überlassen. Ich will euch da nicht reinreden, wie ihr das handhabt. Wenn ihr generell nur gegnerische Kreuzer oder DDs bekämpft damit vorzugsweise, dann könnt ihr auf IFAE verzichten. Seid ihr aber eher der Farmer, der dann später auf Reichweite geht, na gut, da müsst ihr dann auch sehen, wenn ihr die Reichweite habt, nur auf Brände zu gehen, warum nicht? So, die Ausrüstung ist ident zu Stufe 6, wir können da nichts verändern. Hier lohnt es sich vielleicht, wenn ihr möchtet, mal defensives Flakfeuer mitzunehmen. Hydrakusche Suche würde ich hier noch nicht einsetzen. Da würde ich auf Stufe 8 warten, damit wir auch Radar haben, damit es sich lohnt. Aber ab mit euch ins Gefecht, schauen, was das Schiff kann. Die Story ist wichtig. Oh ja, Baby. Lass doch dieselbe Map nochmal. Hey, lass doch auch wieder ganz unten spawnen. Aber diesmal ohne U-Boot, immerhin. Ja, jetzt müssen wir doppelt gut aufpassen. Dieses Mal warte ich auf Stärkung. Wahrscheinlich nicht. Aber ich spiele ein bisschen vorsichtig. Wahrscheinlich schon. Da. So ist es. Wir brauchen Instructions. Ohne U-Boot ist langweilig. Na, ganz im Ernst, ich finde es toll, dass die amerikanischen leichten Kreuzer Abwurf haben, auch wenn es nur 6 Kilometer sind. Besser als andere, die mit G drücken, keine Ahnung, die Mannschaft dazu anstacheln, Schmutz ins Wasser zu werfen, das keinen Sinn hat. Weil, come on, wie will ich denn mit einem deutschen Kreuzer über das U-Boot fahren? Ohne dabei drauf zu gehen. Sind wir ehrlich, ist es möglich? Ist es möglich, über ein U-Boot zu fahren, ohne dabei drauf zu gehen? Außer das U-Boot ist komplett Banana und ist schon damit überfordert, sich selbst zu spielen. Wahrscheinlich ist es komplett unmöglich. Wenn man mit einem guten U-Boot-Spieler ein Duell hat, dann hat man keine Chance. Und nur gut, ich spreche nicht von sehr gut, sondern gut. Du hast ja keine Chance. Bei mir wird seit dem letzten Update das Rechteck für den Abwurf nicht mehr angezeigt. Oh, nice!
Hast du eine Mod drauf, die das vielleicht verhindert? Hast du immer Vanilla gespielt? Ansonsten im, nicht im Browser, sondern im Wargaming Startfenster einmal auf Reparieren gehen. Dann ist das vielleicht behoben. Wenn du eine Mod hast, Mods runter, einmal starten oder ohne. Es gibt nämlich die Möglichkeit beim Starten, beim Spielen unten auf den Pfeil zu klicken und dann ohne alles starten. Dann siehst du das ziemlich zackig, woran es liegt. Also, es ist wie der Windows-Start ohne... Nein, geh doch wieder auf. Wargaming! Alter. Können schon zwei Salben raus sein hier. Don't fire at your allies. Geh mir halt aus dem Weg. Natürlich schießt du auf mich. Warum schießt du nicht auf die Breitseite stehende? Torpedos to starboard. Algerie. Torpedos to starboard. Ich habe ein wildes Déjà-vu. Torpedos to starboard. Torpedos direct front. Torpedos to starboard. Komme ich nicht mehr drauf. Müssen wir jetzt die Emerald abwarten. La Nave, wenn die Breitseite um die Ecke kommen würde, wär's das für sie. Aber kommt sie natürlich nicht. Wobei 10 Kilometer, ne? Aber sie ist halt sehr leicht gepanzert. Die fährt jetzt wieder zurück, das kleine. Aber ich glaube, hier können wir pushen. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht in die New Orleans fahren. Hab das einmal mit einem BB geschafft. Über das U-Boot. Ach, da können wir nicht schon fahren. Aber mehr oder weniger Zufall, ja. Wenn es halt, wenn's U-Boot gar nicht aufpasst, ne? Ja, das ist jetzt problematisch. Wir können nicht weiter nach vorne fahren, weil wir nicht wissen, wo der Stuff sitzt. Werden wir jetzt vielleicht gleich sehen. Ich habe natürlich wieder auf High zurückgewechselt und jetzt wechsle ich auf AP. Damit, wenn was um die Ecke kommt, was ich nicht glaube, dass wir das erledigen können. Wir müssen einfach Geduld haben. Das ist es. Wir können hier das nicht überstürzen. Wir sind mit zwei Schiffen, das wäre okay gewesen, hätten wir schauen können, ob wir sie durch die Inseln differenzieren, also trennen können und sie einzeln rausnehmen können. Wir haben ja noch Hilfe hier, aber bei drei Schiffen, sobald man da in den Fokus gerät, dann hat man ein kleines Problem. Sitzt halt alles hinter dieser Insel her. Dann fährt es wieder vor und wieder zurück. Würde ich ja auch so machen, ne? Aber ist halt lästig für mich. Mal die Karte kontrollieren. Algerie und Kotowski sind hier mit mir gemeinsam. Ja, gar nicht so weit rein wie gedacht. Schauen wir mal, was diese Salve anrichtet. Ah, unterwältigend. Ah, tatsächlich, jetzt dreht es wieder rein. New Orleans ist hier schwere Teil hier. So, jetzt fahren wir hier hoch. Wird nicht mehr besser. Für den Feind. Pushen wir ein bisschen nach oben, wollen uns in der Mitte positionieren. Auf dem Weg dorthin versuchen wir noch die Emerald rauszunehmen. Das Gefecht ist leider sehr schnell durch. Sehr schnell durch. Was hast du denn für eine Karte, Peacemakerle? Hast du AMD oder Nvidia? Ich habe, glaube ich, meine Grafikkartentreiber schon ein halbes Jahr nicht mehr gehabt. Kein Problem jetzt mit dem aktuellen Bild. Das sind die 30er Treiber, der 3090. Das ist jetzt nicht der große Schwung hier. Das sollte eigentlich keine Rolle spielen. Ja, ich weiß ja, dass du wieder nach vorne fährst, aber ich muss ja auf irgendwas halten. Ne?
Kann ich vielleicht hier ein bisschen Supervision in B? Nämlich dauerhaft offen, jetzt nicht mehr. Torpedos to starboard. Sitzt dann wahrscheinlich hier. Heißt hier hindrehen. Ah nein, da bist du. Nicht von der Graf Spee erledigt zu werden, ist oberstes Ziel. Und dann. Hinten? Na, spät. Glaubst du nochmal? Ja, aber natürlich zu spät. Dann holen wir uns eine Salve noch auf die Graf Spee. Während wir hier um die Ecke fahren, einmal hier die 4 Kilometer aufmachen. Und dann die Torpedos versuchen zu spotten und schauen, dass wir hier. Ich glaube, die Vougelon ist da auch noch. Ja, die sitzt hier oben. Und hier haben wir die Westeroas, die wir dann auch nicht mehr aufkriegen. Wobei, wenn er um die Ecke jodelt, kriegen wir sie auf. Wenn sie in der Insel sitzen bleibt, haben wir ein Problem. Ah, nein, die sitzt nicht da, sonst wäre ich schon mal. Jetzt fährt sie nach vorne. Aber dass sie nochmal aufgeht, bezweifle ich tatsächlich. Geht sie? What the fuck? Warum? Wenn eine Salve rausballern, weil die geht auf 6 Punkte bis mich dort. Ein Flugzeug war es nicht. Die Nagato? Ja, komm, komm. Hm, eine nehme ich wohl von der Vougelon. Die macht gut Aua hier. All breach. We're taking on water quickly. Problem solved, sir. Ja, 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 dich habe ich schon auf dem Schirm, mein kleines Putzi. Kriegen wir vielleicht was raus, bevor ich hier gelöscht werde von Kongo und solchen Dingen? Schauen wir mal. Es geht schon seit Mai nicht mehr vernünftig, es sei denn, du installierst die Treiber von April. Es hört sich alles sehr wischiwaschi an. Da. Ich würde ja gerne Schaden machen, ne? Aber das Cap zuerst noch holen. Kriegt ihr das vielleicht gebacken hier? Dead ahead. Die ist super schnell, wenn man die nicht gescheit aus Nähe erwischt, dann hat man keine Chance. Aber gut, wir fahren halt hoch, ne? Jetzt kann aufpassen, vor der Westeroas müssen wir, die hat ja auch super schnelle Torpedos. Ja, schnelles Anfahren ist key. Finde ich schon relativ geil. Noch geiler finden würde, ist, wenn wir hier ein paar Brände machen würde und in Ruhe gelassen werden von der Westeroas, aber das wird leider nicht der Fall sein. Ich hätte auch gerne nur 60k, aber das ist das Problem, das kriege ich nicht, während die Westeroa hier auf mich schießt. Und ich muss zurück, weil die Kongo kommt hier oben, die will mich abfangen. Ganz schlecht, der Winkel, in dem das alles hier passiert. Oh, die Westeroas. Ich war ganz kurz zu. Wirklich. Da ist sie. Schade, schade, schade. Aber gut, dann versuchen wir uns den Schaden zu holen. Und die Westeroas holen wir uns danach, wenn es not tut.
Der Gegner kann quasi nicht mehr gewinnen. Das ist das Problem. Aber ich hätte gerne die Westeros erledigt. Sehr gerne. Oben ist die Boujolon wieder raus. Sehr gut, die Königin hat abgebremst, so soll das sein. So, jetzt holen wir uns hier die Heinrich. Es ist, wie ich immer so sagen pflege, besser auf Ziele gleicher oder höherer Stufe zu schießen. Je höher, desto besser. Bringt einfach mehr Cash. Dementsprechend schaut, dass ihr das könnt. Macht so viele Brände wie möglich. Hallo Ahmed. Nein, nein, CW fahre ich nur am Donnerstag. Normalerweise ist Dienstag der Total War Mittwoch der Total War 3 Tag. Aber den mussten wir am Dienstag machen. Und deswegen habe ich das verschoben. Ist kompliziert hier alles. So, dann gehen wir mal Stoff. Kriege ich noch einen Brand? Torpedos to port. Alles anfahren ist key. Ja, die Königin ist raus. Ich habe wieder mehr. Mehr von allem. Der Rohr sitzt hier links hinter mir. Wunderbar. Kämpfen wir jetzt offen die Heinrich? Ja, warum? Weil wir das Ding gewonnen haben. Und ich dem Gegner den Schaden gönne. Hab 59.000, das ist okay. Mehr ist natürlich immer besser. Man sieht, warum man es nicht machen sollte. Ne? Ganz klar. Aber vielleicht locken wir noch ein Schiff raus. Nein! Es war mir nicht vergönnt. Es war mir nicht vergönnt, aber auch mit 71.000 auf Stufe 7 können wir leben. Wir können durch die Bank bis Stufe 8 mit 71.000 eigentlich gut leben. Wir sind keine überragenden Gefechte, aber es ist durchaus praktikabel. Trotzdem bin ich froh, dass du diese Linie spielst, weil als ich anfing, eine meiner ersten Linien sprachen, gerade sind die Stats, da kann ich schön was lernen. Ja, Klaus. Ist bei mir genauso. Ist bei mir genauso. Als ich anfing, war das eine miese Linie. Und ist immer noch von den Stats eine miese Linie, weil ich die Schiffe verkauft habe und sie erst jetzt wieder zurückkaufe. Stufe 8 Cleveland ist ein besonderes Schiff. Die Cleveland ist ein sehr, sehr guter Kreuzer. Ein absolutes Hoch in dieser Linie, für mich speziell. Ja gut, das liegt nicht an der Panzerung, denn ja, wir haben halt überall die Panzerungsproblemchen, sind es fast nicht, aber es sind halt leichte Kreuzer. Hier allerdings starten wir mit 25 mm und wie ich euch schon bei anderen Reihen vielleicht gesagt habe, Wargaming möchte, dass sich Schiffe beschießen können. Also Schiffe der gleichen Stufe und gleichen Klasse sollten sich ohne EFAE-Notwendigkeit in der Skillung beschießen können und mit HE-Penetrationsschaden machen. Das bedeutet, da Wargaming hier die Panzerung so rapide angehoben hat, 25 bis 30 mm, müssen diese Schiffe auch mehr Schaden mit ihrer Hauptartillerie machen. Ihr seht, wir haben hier 25 und hier 27, die 25 mm würden also nicht mehr reichen. Respektive macht dieses Schiff tatsächlich auch die 30 mm Pen. Allerdings machen andere Schiffe das auch. Das bedeutet, auch hier ist der Penetrationsschaden wieder sehr, sehr groß, was HE betrifft. Deswegen gilt wie immer die goldene Devise: Werdet ihr mit HE beschossen, lasst euch am besten nicht treffen. Werdet ihr mit AP beschossen und bei 25 mm liegt der Overmatch-Wert oder die Grenze dazu bei 380 mm, also ja, bekannt dafür sind die französischen Schlachtschiffe wie die Alsace, wie die Richelieu oder die Jean Bart, die ihr wahrscheinlich auch, ja, wobei die Baumschiffe eher weniger, aber Jean Bart werdet ihr häufiger sehen. Oder eben andere Schiffe wie auch die italienischen Schlachter mit 380 mm und AP. Da müsst ihr gut aufpassen. Da könnt ihr gerne Breitseite zeigen. Allerdings bei den italienischen müsst ihr aufpassen, die haben SAP.
Da ist generell wieder der Sinn dahinter, nicht gesehen zu werden. Denn wenn ihr nicht gesehen werdet, könnt ihr auch nicht beschossen werden. Die Zitadelle liegt ja teilweise hoch genug, mit ein bisschen Glück auch nicht treffbar. Frontal aber eigentlich immer und seitlich einfach tief zielen. Meist liegen die Zitadellen unter der Superstructure, wenn ihr jetzt als Gegner im Team seid. Denn natürlich ist dieser Anfängerguide auch für Leute gedacht, die diese Schiffe nicht fahren, sondern sie nur gerne versenken. 36.900 sind hier die Trefferpunkte, 3.000 mehr als bei Stufe 7. 4% Torpedoschutz ist leidlich wenig für ein Schiff, das ganz nah steht, also am Feind. Aber eigentlich ist die Hauptartillerie hier ein kleines Highlight. Wir haben nämlich 6,5 Sekunden bei 4x3. Wir haben 2.200 und 3.200 Alpha High und AP wie immer. Wir haben wie immer ab jetzt, oder zumindest für eine Zeit, die unterschiedlichen Mündungsgeschwindigkeiten mit 812 zu 762 Meter pro Sekunde pro unterschiedlicher ihrer Granatenart. Aber wir haben jetzt endlich gute 15,6 Kilometer. Ja, ihr seht, ich habe hier wieder ihr FAE-Skill 37 mm. Aus dem gleichen Grund wie bei der Helena, weil sich bei mir kein Brand verfängt oder weil ich immer nah dran stehe und der Erste bin, der den Brand macht, kein Brand bleibt. Und hier kommen wir zu einem weiteren Problem, das durch meine Fahrweise entsteht. Es ist nämlich so, dass ich versuche Support zu geben, so nah wie möglich am Cap, aber immer mit Reload drin. Ist jetzt auf Stufe 8 kein Problem, ab Stufe 9 könnte man Reichweite skillen, aber dadurch, dass ich das nicht mache und eine geringe Reichweite habe, kann ich keine Brände machen, wenn die Schiffe sich außerhalb meiner Reichweite bewegen. Und viele Schlachtschiffe bewegen sich auf den höheren Stufen meist weiter entfernt als 15 Kilometer. Dementsprechend, naja, mehr Pen. Aber wie schon erwähnt, ist das jedem selbst überlassen. Luftschlag, 2 Angriffsgruppen, 2000 Schaden, Flugzeuge, 7 Kilometer. Steigt stetig, wird immer besser, sowie auch die Flugabwehr mit 1540 Schaden durch Granatenexplosionen. Es sind 5 Granatenexplosionen, was ziemlich gut ist. Feuerreichweite 5,8. Manövrierbarkeit ist mit 5% Flagge 34,1 Knoten. Ihr seht auch, wenn ihr Kresser ins Ruder stellt, das ist gut, aber außergewöhnlich gut sind die 9,3 Kilometer Erkennbarkeit zu Wasser. Denn wir bekommen jetzt was Cooles. Was Cooles, das die vorherigen Schiffe noch nicht hatten, nämlich Radar. Allerdings müssen wir uns da entscheiden, ob wir den Jäger oder das Aufklärungsflugzeug mitnehmen. Der Jäger ist schlecht. Der Jäger ist nicht zu verwenden. Der Jäger ist die schlechteste Variante in allen Schiffen, wenn ihr die Wahl habt. Selbst zwischen Jäger und Aufklärungsflugzeug, wenn ihr standardmäßig schon genügend Reichweite hättet, nehmt das Aufklärungsflugzeug. Warum? Nicht, also hin und wieder nimmt man den Jäger, um Schiffe aufzudecken, die auf der anderen Seite einer Insel an euch vorbeifahren, wenn ihr sonst keine Möglichkeit dazu habt. Der Jäger macht das 60 Sekunden lang, hat beschissene Trefferpunkte, hat nur 3 Jäger mit dabei und hat eine Aktionsreise von 3 Kilometern. Wie gesagt, 60 Sekunden. Das Aufklärungsflugzeug hat 100 Sekunden Wirkungsdauer. Das ist schon mal geil. Gut, lädt auch länger nach, braucht man aber meistens nicht länger, nur um mal zu sehen, wo das Ding ist. Der Jäger ist sinnlos gegen gegnerische CVs, macht überhaupt keinen Unterschied, ob das Ding da ist, weil er zu langsam ist. Der Jäger verfolgt die gegnerischen Flugzeuge, wenn überhaupt erst, nachdem er schon einmal abgeworfen hat und halb gedreht. Dementsprechend irrelevant. Das Überwachungsradar allerdings die Empfehlung schlechthin. Super Support und auch hier lohnt sich dann schlussendlich die Überwachungsradar-Modifikation 1 für 17.000 Kohle. Allerdings würde ich sie, wenn ihr es euch nicht leisten könnt, nicht empfehlen, die Überwachungsradar-Modifikationen zu kaufen. Kauft lieber ein Schiff für Kohle. Habt ihr mehr von? Habt ihr alle Kohle-Schiffe? Habt ihr ganz viel Kohle über? Kauft die Überwachungsradar-Modifikation für Schiffe, die ihr in speziellen Modi wie Klanggefechte einsetzt, wo ihr das dringend braucht. Oder im Ranked, wo ihr glaubt, das dringend zu benötigen. Denn 17.000 Kohle oder wieder viel das Ding kostet, ist nicht günstig und verwendet die Coupons dafür, damit ihr zumindest einen kleinen Abteil zurückbekommt. Der Kapitän ist, ja, ich nehme ihn so mit, wie ich ihn schon habe und skille hier auch wieder Brand, minus 50% mit IFI. Allerdings die Alternativen sind schon, wie gesagt, für Spieler, die sich besser auskennen, Fokusfeuerausbildung, wenn sie immer mit einem CV zum Beispiel fahren. Theoretisch könnte man auch Experte für Flug- und U-Boot-Abwehr nehmen, wenn auch die U-Boote hart auf den Sack gehen. Er macht nämlich plus 20% Explosionsschaden durch Flugabwehrgranaten, was bei 1540 dann weiter, wenn man hochkommt, immer krasser wird. Machen wir schon fast 1900 damit. Das ist brutal. Und nochmal plus 15% Schaden der Wasserbomben. Auch bei Luftschlag.
Das ist schon krass. Auch der kontinuierliche Schaden wird um 20% erhöht, was doch deutlich spürbar ist, je höher wir kommen. Also ihr seht schon, ab Stufe 8 könnt ihr Schiffe skillen, wie ihr sie benutzt. Benutzt ihr sie in Division mit einem Flugzeugträger, Stufe 8 oder Stufe 10, dann könnt ihr auch theoretisch auf Anti-Air gehen. Gibt es bessere Schiffe für? Ja, gibt es noch. Allerdings muss man auch sagen, hat man nicht immer. Und macht trotzdem Spaß mit den Dingern, wenn man ein bisschen auf Anti-Air geht. Natürlich, wenn der Flugzeugträger sehr gut ist, wird er euren Bubbles ausweichen. Dann geht es nur über den kontinuierlichen Schaden. Aber sind wir ehrlich, es gibt wenige sehr gute Spieler im Spiel und es gibt viele Spieler, die nicht sehr gut sind. Und Flugzeuge bringen Damage, das bringt Credits und XP. Also ist eine Möglichkeit. Alternativ könnt ihr für Trägerzünder der Sprenggranaten auch Funkortung mitnehmen, dann wisst ihr immer, wo das naheste Schiff ist, dient auch der U-Boot-Abwehr, wenn es aufgedeckt ist. Oder aber ihr habt die Möglichkeit, zahlenmäßige Unterlegenheit zu benutzen. Bedeutet, ihr habt minus 10% Brandstreuung und plus 8% Schiffsgeschwindigkeit. Das ist natürlich für den Spielstil am Cap theoretisch eine Möglichkeit, um das zu nehmen. Wir haben auch noch erstklassiger Schütze. Aber das ist minus 8% Ladezeit der Hauptbatterie. Die SEC können wir komplett wegmachen. Das ist quasi ein Skill, der sagt, ihr könnt innerhalb der normalen Erkennbarkeitsreichweite einen sichtbaren Gegner befinden. Das ist ein bisschen tricky, denn die normale Erkennbarkeitsreichweite dieses Schiffes ist dank Doppelconcealment 9,3 Kilometer. Wir wollen nicht unbedingt Schiffe bekämpfen, die auf 9,3 Kilometer an uns dran sind, außer es sind DDs, die wir mit Radar aufmachen wollen. Und da sind wir nicht unbedingt bei 6,5 Sekunden Nachladezeit abhängig davon, was wir nochmal minus 8% Nachladezeit dazu bekommen. Denn DD hat wenig Trefferpunkte. Wir haben genügend Feuerpower und bei allen anderen Schiffen wird es ein bisschen arschig. Traurigerweise. Oh, minus 10%, Entschuldigung. Ach nein, das ist hier. Minus 8%, so. Von daher, die anderen Schiffe werden uns wahrscheinlich durchlöchern. Ist aber auch eine Möglichkeit. Ich empfinde diesen erstklassigen Schützen eher von Vorteil, wenn wir Schiffe spielen, die eine höhere Basisreichweite, also Aufdeckungsreichweite, trotz Doppelconcealment haben. Zum Beispiel Moskwa. Die Bo-On stehen und keine Probleme haben, viel Feuer auf sich ziehen, weil sie Panzerung haben, weil sie einen anderen Spielstil haben. Bo-On bedeutet mit der Schnauze zum Gegner und die Panzerung ist dementsprechend gut, dass man viel abprallen lassen kann. Ne? Das ist eine andere Möglichkeit, Schaden zu vermeiden, indem man sich intelligent positioniert. Für einen so leichten Kreuzer muss man schauen. Muss man schauen. Gut, das war's mit der Cleveland. Rein ins Gefecht. Oh ja, seht ihr? Geiler CC-Bonus. Bomben-CC-Bonus. Hier lohnt sich auf Stufe 8. Ja, bei den leichten. Das kommt, wie gesagt, kommt drauf an, Duke. Du machst mit 152 mm Standard 30 mm Pen. Du kannst damit jeden gegnerischen Kreuzer bekämpfen, fast jeden. Stufe 10 dann nicht mehr, da hast du ein Problem. Aber fast jeden, sagen wir einfach, und die Superstructure der Schlachtschiffe. Aber du kannst die andere Panzerung der Schlachtschiffe nicht durchbrechen. Mit IFA könntest du Bug und Heck gleichzeitig beschießen. Aber wie gesagt, das ist in dem Sinne von mir aus gesehen jetzt jedem selbst überlassen. Das sind die zwei Möglichkeiten, die ihr habt. Bei allen Schiffen mit sehr leichter Bewaffnung möchte ich bis zu einem gewissen Grad penetrieren, was ist sehr oft im Gefecht, oder möchte ich es nicht? Möchte ich hier wirklich auf Brandwahrscheinlichkeit gehen? Da kommt man immer in die Bredouille, wo ich mir sage, okay, fehlende Brandwahrscheinlichkeit wird durch starken Reload ausgeglichen. Natürlich hat man mehr Brandwahrscheinlichkeit bei starkem Reload, dann könnte man noch mehr Brände machen. Könnte man, wie schon gesagt. Hat man das Pech, dass man den ersten Brand macht und der wird gelöscht und ein anderer macht einen Brand drauf, dann ist dieser Brandspot besetzt. Flugzeugträger macht es jetzt auch nicht unbedingt leichter. Und dass unsere Shimakaze hier stoppt, auch nicht oder gar nicht im Gefecht ist, wir müssen ein bisschen abwarten und aufpassen. Wichtig ist auch hier, dass wir uns auf der Erkennbarkeit zur Luft anmachen, weil 5,8 Kilometer ist nicht so geil. Ja, naja, wie gesagt, es ist Geschmackssache. Man hat viele Schlachtschiffe da, man braucht es nicht, um DDs zu bekämpfen. Und daher könnt ihr es ohne ihr Face gehen. Im Zweifel immer auf Brand gehen. Und ich sage im Zweifel nicht auf Brand gehen. Wie gesagt, ich habe Gefechte,
wo ich 4 Brände mache bei 200 Treffern. Eine Brandwahrscheinlichkeit von 15%. Dann habe ich Gefechte, wo ich bei 200 Treffern mit einer Brandwahrscheinlichkeit von 6% 12 Brände mache. Es ist einfach ein unbefriedigendes, unkonstantes Ergebnis. Ja, fickt euch doch. Ich fahre nicht in C rein, nein. I don't care about. Das interessiert mich nicht. Wenn niemand, weil wenn ich in C reinfahre, also wenn ich jetzt in C reinfahren würde, was passiert dann? Der gegnerische CV kommt an, ich werde vom großen Kurfürst oder von der Iowa da hinten, hinter der Insel zerschrotet, bin für den Rest des Gefechts am Arsch. Warum sollte ich mir das antun? Wenn eine Shimakaze keinen Bock hat, das zu bekämpfen, warum sollte ich mir das antun? Ich hätte weiter vorhalten müssen, ich Idiot. Gar nicht, das ist die Antwort. Gar nicht sollte ich mir das antun. Und hier sollte ich einmal auf das setzen und gut ist. Nochmal schießen und beten, dass das Schlachtschiff hier mich nicht so gut trifft, wie es möchte. Ja, da ist die Alsace, die schon drauf geschossen hat. Seht ihr das? Shimakaze hat keinen Bock, die Iowa hat keinen Bock, ich habe auch keinen Bock. Ja, wir spielen jetzt mit unserer Aufdeckungsreichweite, weil die Napoli zurückgefahren ist. Da haben wir noch die Wujing da, das sind ja Alsace. Ich habe ein Sarmage mit 200 Heldtreffer, 0 Brände. Ja, siehst du? Wie gesagt, es ist traurig, aber deswegen verlasse ich persönlich mich nicht auf die Brandwahrscheinlichkeit. Aber das bedeutet nicht, dass es bei euch nicht anders sein kann. So, ersten Brand, lässt sie brennen. Ja, sieht gut aus, immerhin. Spare ich mir das ein bisschen? Oh, die jetzt fährt die Shimakaze da rein, ne? Wäre sie von Anfang an angeflogen, dann hätte ich sie unterstützt. Jetzt können wir auch offen schießen, weil die Flugzeugträger kommen. Ihr seht ja, was erstes Ziel ist hier, wenn es geht. Immer schön ausweichen, immer schön den Arsch versuchen freizuhalten. Immer schön wenig Angriffsfläche zeigen, die Imbläsable hat richtig Bock auf uns. Ja, ja, ja. Geh mal woanders hin, mein Freund. Geh du mal woanders hin. Ich hab kein Problem. Wenn die Imbläsable über uns anfliegt, als bei der Shimakaze nachzuschauen, dann bekommen wir vielleicht das Cap. Ansonsten kann ich die Wujin hier bespaßen. Ich werde mich jetzt umpositionieren, damit ich in die Nähe der Shimakaze komme. Aber wir haben hier das große Nachsehen mit dem Schiff auf Stufe 8, im Stufe 10. Da müssen wir ein bisschen besser aufpassen. Wir haben keinen Healer, das ausgleicht. Hallo Reinhard, hallo Galus. In andere Penetration. So. Kenshin hat überhaupt keine Lust mitzuspielen, wie es aussieht. Ja, Mizuma tankt hier Breitseite. Seine Schlachtschiff hier. Schauen wir mal. Dann haben wir den Flugabwehr hier 6-5-8. Ja, seht ihr. 5-8-5-8, dann können wir anlassen. Ist relativ gut. Gutes Concealment auf Luftangriffe hier, also wenig Aufdeckungsreichweite zur Luft tatsächlich. Jetzt hat die Wujin, ne, hat Robert gegen die Shimakaze. Duke, nein, das ist nicht korrekt. Eine Granate muss keinen... Man muss nicht die Panzerung durchschlagen, um einen Brand zu machen. Es reicht, wenn ein Teil des Schiffes oder kurz daneben getroffen wird. Also theoretisch, jede HE-Granate hat einen... Oh ja, die kommt nach vorne. Jede HE-Granate hat einen Explosionsradius. Und es reicht, wenn in der Explosionsradius das Schiff trifft. Also auch wenn sie auf dem Wasser aufprallen würde und dann dadurch quasi... Oh ja, shit, das tut weh. Ist high, okay, ist okay. Wenn sie da explodiert und einen Brand macht. Also das würde tatsächlich reichen.
Splash Damage. Damit werden auch Module zerstört, als Beispiel. Das tut jetzt mit Sicherheit weh. Das sind Penetrationen. Drehe ich jetzt gerade rein. Das tut weh. Ja, wenn gut getroffen wird, ne? Die Napoli hat keine schlechte AP. Müssen wir uns so positionieren, dass wir hinten noch rausschießen können? Leider nicht. Oder wir probieren es vorne. Lieber ist mir aber hinten. Dann sind wir zwischen diesen beiden Inseln. Wie gesagt, ist besser nicht alles mitlesen hier. Ujin. Einer. Oh. Wichtig ist, dass die Yamato hier nicht zu krass. Shimakaze hat sich gesmoked. Sorry, Kitakaze hat sich gesmoked. Komm, schieß mal. Brauch ein bisschen was von. Mit C schaltet ihr übrigens um. Oh Gott, das wird ein Abschlaggefecht zwischen den Geschützen. Kann ich mir viel auf die Wujin schießen. Dann muss ich hinter die Insel wegen der Yamato. Irgendwas mag mich nicht. Alles mag mich nicht. Warum bin ich noch offen? Flugzeuge. Aber es hatte schon einen Maßwitz. Der wurde maßvoll ausgespart, tatsächlich. Ja, ich muss hier weg. Der Team hat sich leider in der Mitte aufräumen lassen, was gar nicht gut ist. Wir versuchen jetzt hier die Fun rauszunehmen, aber zuerst schießen wir noch auf die Wujin. Die muss zuerst raus, unbedingt. The enemy is about to win. Drei Schiffe, willst du mich verscheißen? Die Eierwaffen da hinten, ne? Ich kann sie schon spüren, wie sie hier rumlurkt. Darf euch nicht im Stillstand erwischen, das ist das ganze Problem. Ja, sehr gut, das ist gut. 3, 2, 1 und go! Und ab die Post. Ja, es wird noch, also es wird nicht spannend, wir werden das verlieren, aber die Frage ist, wie viel Schaden können wir mitnehmen? Hallo Chili! Hört ihr schon die harte Penetration in andere von der Iowa? Ja, ja, lach du nur. Nein, Venezia, du kostest mich, ich brauche die Zeit, die du mir nicht gibst. Vielleicht bin ich auch gleich tot, das ist auch eine Möglichkeit. Ich bin das Einzige. Oh, Kenjin hat am Kampf teilgenommen. Die ist super sexy. Ich hoffe, die Iowa hat einen Brand gelöscht. Dann haben wir hier noch die Chunfun, die mir hier am Strand. Ja, ein Brand! Den dürft sie jetzt eigentlich nicht löschen können. Ja, kann sie auch nicht. Sehr gut. 70k wird hart, wir werden es sehen. Wir werden sehen. Der Kurfürst oben gibt mir sogar noch ein besseres Ziel. Ja. Let's go for Kurfürst! Muss der Shokako ein bisschen helfen. Wo schießen die hin? Ah, ich hätte auch hinter der Insel stehen bleiben können. Ah! Erstens habe ich den Fehler gemacht und bin nach vorne gefahren und wir werden jetzt den Kurfürst ein bisschen ablenken hier. Die Napoli ist auch noch hinten. Ja, da hätte es sowieso nichts gebracht, tatsächlich. Das Feuer auf uns ziehen. Ich werde die Napoli nicht beschießen, die ist eingeschossen auf die... Ja, super, zu spät. Dann bleibe ich auf dem Kurfürsten drauf, damit erstens die Shokako nicht beschossen wird sie aber doch zuerst und ich vielleicht noch einen Brand machen kann.
Und ich bin bei 3 Schiffen und ich kann nicht allen ausweichen, was das betrifft. Ihr seht schon, hinten wird es noch bitter. Und das war's. Da kommt die eine Salve. Ja, da kommt der Brand, der Unlöschbare. Jetzt geht's nur noch dran, so lange wie möglich zu überleben, damit wir den Brand noch auskosten können. Aber... Türme drehen zahlt sich gar nicht aus. Tut mir leid. Das Türme drehen ist... Sollte eigentlich durchs... Oh, nur noch einer schießt auf mich, wirklich? Ach, ich bin der Letzte. Hello Darkness, my old friend. Und da kommt die Salve. Tschüss! Aber ihr seht... Die Hindenburg, die Cleveland, ist ein krasser Schadensdealer. Wäre das Gefecht jetzt nicht nach gefühlt 8 Minuten zu Ende gewesen, hätten wir richtig guten Schaden machen können. Ich will mich nicht beschweren über 114.000 in einem Stufe 10 Gefecht. Aber das gesamte Gefecht war Rotz. 12 Minuten hat es schlussendlich gedauert. Man muss es leider sagen, es war nicht geil. Ich weiß nicht, ob es an Kenjin liegt, der keinen Bock hat gehabt zu kämpfen, oder ob es daran gelegen hat, dass die Shimakaze, ist das die richtige Shimakaze, dass die zuerst Richtung B gefahren ist und dann von da reingedreht, also da reingefahren ist, wo quasi alles auf sie schießen kann. Gut, dass im gegnerischen Team nicht unbedingt ein Radar mit dabei war, die Chung Mu hätte eins haben können, die war hier und hallo Mr. Henker, aber... Wäre das anders gewesen, dann hätte sie ein Problem gehabt. Einmal Radar ziehen, weil hinter die Insel zu fahren ist relativ einfach. Und dann wäre es das gewesen. Zusammengeschossen von Yamato, von der Sekt der Napoli, von der Napoli selbst mit Hai und so weiter. Das hätte schon viel früher ins Auge gehen können. Das war generell schlecht. Ich wäre nach vorne gekommen, hätten wir hier mehr gehabt. Aber unser Team hat eigentlich nicht so Bock gehabt, das hier zu erledigen. Ja, wir haben übrigens 40.000 Schaden mit 6 Bränden bei 249 HE-Sprenggranaten mit EFAE gemacht. Die Frage ist, hätten wir 12 Brände gemacht ohne EFAE? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber wir werden es nicht erfahren. Ich bin zufrieden. Was für die Cleveland galt, gilt natürlich für die Seattle auch. Allerdings leicht anders. Das Problem, das die Seattle hat, ist, dass sie in der Theorie dasselbe Schiff ist wie die Cleveland, vom Spielstil her, aber viel größer, viel unbeweglicher, viel störrischer. Das bedeutet also, ihr müsst euch durch ein Schiff quälen, das eigentlich die gleichen Aufgaben wie eine Cleveland hat, aber schwieriger zu fahren ist. Zumindest meiner Meinung nach. Die Panzerung, naja, ihr seht schon, 25 mm vorne und hinten, 27 mm oben mit einem leichten 51 mm Deck, was praktisch ist auf dem Papier, aber abgedeckt von 13 mm Aufbauten nicht mehr ganz so praktisch ist. Seitlich auch nur 25, aber einen größeren 102er Bereich. Und wenn wir das alles wegnehmen, eine Zitadelle, die durchgängig durch das Schiff ohne Abstufung, also leichter zu treffen ist, weil sie einfach größer ist. Ebenso von oben gesehen, ihr seht, geht über die gesamte Breite Flugzeugträger, yippie, als Beispiel. Die Überlegungsfähigkeit steigt, obwohl der Größe dann tatsächlich auf über 40.000, also 43.600 Trefferpunkte beim gleichen Torpedoschutz. Die Hauptartillerie, ich würde sagen, im Westen nichts Neues. Allerdings haben wir hier die Möglichkeit, ein spezielles Tool einzubauen, was uns auf 5.7, also Modul eigentlich, Nachladezeit, 5.7 Sekunden Nachladezeit bringt, was relativ praktisch ist. Reichweite ähnlich wie bei der Cleveland 15.7. Er macht denselben Alpha-Schaden, 2-2 und 3-2 bei HE und AP. Wir haben wieder die gleiche Mündungsgeschwindigkeit wie auch bei der Cleveland. Und ich habe hier auch meinen kleinen Kapitän wieder drin mit EFAE. Wie schon erwähnt, ist Geschmackssache, muss nicht sein. Wir haben auch die gleichen oder identischen Wasserpumpen mit dem Flugzeug. Die Luftabwehr steigt. Ihr seht hier 1820 und 5 und eine durchschnittliche mit 285. Besser in der Mittelstrecke, wenn es mich nicht täuscht, als die Cleveland, aber overall leicht schwächer. Hier haben wir das Problem, diese Zwischenstufen, zwischen Stufe 8 und Stufe 10, wo es keinen Flugzeugträger gibt, sind generell immer ein bisschen am Arsch. Habe ich euch bei den deutschen Kreuzern auch schon gesagt.
bedeutet, gegen 8er sind sie meist im Vorteil oder gleich auf wie in Stufe 8 Kreuzer. Gegen den 10er sehen sie leider kein Land, weil es schwierig ist zu balancen, wenn die Schiffsstufen so gemischt werden, wie es nun mal bei Flugzeugträgern ist, sodass nicht auf allen Stufen Flugzeugträger ist. Vielleicht bringt Wargaming irgendwann Flugzeugträger auf 5, 7 und 9. Könnten dann Support-Flugzeugträger sein, sodass man hier die Antia noch einmal anfasst, aber ansonsten schwierig. Wir haben die 33 Knoten, 750 Meter Wendekreis, seht schon, es wächst hier immer das Schiff und damit auch der Wendekreisradius bei einer dennoch guten Ruderstellzeit von 8.7. Die Verborgenheit ist gar nicht schlecht, 300 Meter mehr bei Doppel-Concealment als bei der Cleveland, 9.6 also hier. Aber gehen wir zur Ausrüstung. Denn ihr werdet gleich sehen, bei der Ausrüstung haben wir jetzt die Möglichkeit, etwas mehr einzubauen an Modulen, nämlich hier auf dem letzten Slot. Wir arbeiten uns quasi von unten nach oben, wo alles ident geblieben ist, ab Stufe 8, bis hier zum sechsten Slot mit Hauptbatteriemodifikation rein. Ihr habt 15,6 Kilometer Reichweite mit Nachladezeit, welche euch minus 12% Ladezeit der Hauptbatterie bringt. Natürlich auf Kosten der Turmdrehgeschwindigkeit, sodass ihr besser darauf achten müsst, in welche Richtung ihr zukünftig schießen möchtet, weil wir mit minus 13% Drehgeschwindigkeit haben. Ist aber handelbar, sind unterm Strich da nur 2,5 Sekunden oder so. Oder aber ihr sagt, scheiß drauf, ich muss nicht schneller schießen, wenn ich weiter wegstehen kann. Ich habe plus 16% Feuerreichweite der Hauptbatterie und damit ändert sich natürlich auch die Skillung, denn damit könnt ihr voll auf Brand gehen und schießt dann auf, sind es knapp 18 Kilometer, wollen wir es einmal kurz einbauen. Kostet ja nichts, weil ich das Ding schon habe, sind 18,2 Kilometer. Ne? Da würde ich dann aber tatsächlich keine IFA mehr skillen, weil warum auch. Alternativ, aber tatsächlich nicht zu empfehlen, meiner Meinung nach, ist Hilfsbewaffnungsmodifikation 2. Selbst wenn ihr mit einem Flugzeugträger spielt und dann beim Kapitän in die Anti-Air-Skillung gehen möchtet, ist das eher so ein Troll-Build. Denn ein Flugzeugträger, der das erste Mal auch anfliegt und dann richtig kassiert, wird auch nicht mehr anfliegen, außer es ist ein absolutes Muss. Ihr bekommt hier zwar minus 20% Nachladezeit der Sekt, die ihr nicht braucht, plus 15% kontinuierlichen Flugabwehrschaden, was gar nicht ungeil ist, Explosionsschaden durch Abflugabwehrgranaten plus 15%, was auch gar nicht ungeil ist, am wichtigsten aber die plus 2 Explosionen. Wie gesagt, ist eigentlich ist nicht schlecht, aber denkt immer daran. Den meisten Schaden macht ihr über die Hauptbewaffnung. Und das ist auch da, wo ihr am meisten Cash herbekommt. Der Flugzeugträger hat nämlich die Wahl, ob er euch anfliegt oder nicht und euch Trefferpunkte der Flugzeuge schenkt, über die ihr auch bezahlt werdet. Oder aber, ob er ein anderes Ziel sucht auf der anderen Seite der Karte. Dementsprechend, ich bin eher Hauptbatteriemodifikation. Aber wie gesagt, ich will auch nicht da reinreden, wenn ihr es dennoch einmal probieren möchtet. Oh, bevor ich es vergesse, und das hätte ich jetzt fast, wir haben das ganz, ganz wichtige Reparaturmannschaftsverbrauchsmaterial bekommen. Viel ab Stufe 9 für einen leichten Kreuzer. Richtig geil. Ab da vergesst bitte nicht die Flagge India Delta, welche euch plus 20% Reparaturmannschaft wiederhergestelltes Schiffs-DP gibt. Das ist nicht unwichtig. Kommen wir jetzt zum Skillbaum ab Stufe 8 oder Stufe 9. Ihr seht schon, Last Stand sitzt drin. Das hier natürlich vorrangiges Ziel für Leute, die das gerne sehen würden. Dann ist die Frage Adrenalinrausch oder Inspekteur und hier ändert sich meiner Meinung nach die Gewichtigkeit. Ich würde Inspekteur zuerst skillen ab Stufe 9, denn da haben wir nicht nur einmal Radar mehr wie ab Stufe 8 generell als Verbrauchsmaterial, sondern wir haben auch einmal Heal mehr. Meine Devise lautet immer, und das ist auch die Devise von Wargaming, es geht Schaden über alles. Hört sich extrem an, aber Schaden ist das, was euch das Cash gibt, die Credits, was euch die XP gibt, die ihr benötigt, um weiter voranzuschreiten oder auch Dinge zu kaufen, die ihr möchtet. Das geht gleichzeitig auch rein in die Kapitän-CP, sodass ihr einen Kapitän bekommt mit höherer Erfahrung. Es ist schön, wenn wir Adrenalinrausch nehmen, dafür müssen wir aber Schaden nehmen, dass wir davon profitieren. Hier profitieren wir quasi immer davon, egal ob wir Schaden nehmen oder nicht. Und wenn wir Schaden nehmen, dann erhöht sich unsere Überlebensfähigkeit, weil wir einmal mehr Heal haben. Also wie gesagt, Stufe 9. Danach Concealment, weil auch das unser Überleben sichert und damit können wir theoretisch mehr Schaden machen. Man könnte jetzt sagen, gut, aber die hat schon gutes Concealment, ich komme damit klar, dann kein Thema, nehmt Adrenalinrausch oder Trägheitszünder mit, je nachdem welchen Spielstil ihr frönt. Wie gesagt, ich empfehle auch tatsächlich nicht schwere Spreng- und SAP-Granaten, wenn wir das einmal reinklicken, ihr seht 11.11, die zwei negieren sich, wir kommen tatsächlich nur unter Anführungszeichen auf 220 mehr, was den Höchstschaden hier betrifft. Es sind ja,
Gut, das sind die 15%. Allerdings kommen die 15% nicht durch, weil man macht Penetrationsschaden nur 33%. Unterm Strich bekommen wir also nur 66 Schaden pro Penetrationstreffer dazu. Machen wir also 100 Treffer, wobei 50 davon vielleicht Penetrationen sind, dann bekommen wir unterm Strich 3300, wenn ich mich nicht verrechnet habe, an, oder sagen wir 4000 Schaden mehr durch diesen Skill. Bei 100 Treffern, wenn 50 Pens sind. Ja, bei Schlachtschiffen sind es, ne? Weniger Pens, jetzt wenn ich nur auf Kreuzer schieße, bei Kreuzer bekomme ich mehr. Selbst wenn wir 100% Pens pro getroffener Granate haben, bedeutet 100 Trefferpunkte, dann sind 6600 mehr Schaden für einen 3-Punkte-Skill. Eher geil bei hohem Kaliber mit echt hohem Alpha-High, mit 5700 Alpha-High oder so. Dann lohnt sich das richtig, weil es ein Prozent-Skill ist. Ist ganz klar. Aber schauen wir uns das Ding im Gefecht an. Auf den 10er bin ich gespannt. Als Fahrzeug priorisiere ich lieber eine Saar auf 10 Radar hin oder her und Insel ist der Baum quasi aufgeschmissen. Ich bin da auch eher für andere Schiffe. Da gibt es Schiffe, wo man keine EFI-Skillung braucht, die super Brandwahrscheinlichkeit haben und ein höheres Kaliber. Da ist, ja, aber ich glaube, das ist ein bisschen persönliches Gusto, also persönlicher Geschmack. Ich bin eher für 203er mit, oder 200, sagen wir da, 38er, 250er oder was hat die Golaev. In dem Sinne, wo ich einmal schieße und alle zwei Salben hat man den Brand. Trifft sich auch super mit der Schutzdauer der Reparaturmannschaft bei Schlachtschiffen. Easy. Und ich muss mir keine Sorgen um nichts machen. Ist echt praktisch. Aber das ist vielleicht Geschmackssache. Ich mache auch gerne Brände mit einer Smolensk. Ja, so ist jetzt nicht. So. Wo fahre ich denn hier hin mit der Seattle? Ja, ich möchte natürlich ans Cap. C ist eigentlich prädestiniert. Natürlich habe ich Wargaming am Arsch der Welt spawnen lassen. Das ist kein Thema. Ich komme rechtzeitig genug an, wenn ich direkt losfahre. B ist zu offen, um zu supporten. Wir haben im Gegnerteam gut getarnte Schiffe, Ibuki, Mogami, die Harlem, die Salem hat auch Radar. Ansonsten haben wir drei Schlachter und ganz viel CDs. Ich prognostiziere tatsächlich, dass wir dieses Mal, oh, jetzt zahlt sich es vielleicht aus, Erkennbarkeit und Feuerreichweite ist gleich. Okay, ja, passt. Jetzt zahlt sich es vielleicht sogar aus, dass wir keine EFAE mit haben. Und die Punkte anders investiert hätten, weil ich habe sie ja nicht anders investiert, sondern ich habe sie ausgelassen. Hallo Lucky Luke, guten Abend. Weil wir haben 4 DDs. Auf 4 DDs mache ich immer Pen. Mit den 30mm Pen hier auf Stufe 9 mit 152mm ohne EFAE. Das ist kein Thema. Auf die anderen Kreuzern mache ich auch so gut wie immer Pen. Mogami, Harlem, Ibuki und Salem, ja. Und Vladivostok, nein, und North Carolina auch nicht, und Sowjetski-Soi auch nicht, außer Superstructure. Deswegen müssen wir diesmal besser zielen. Das ist quasi das Ziel. Aber ihr seht schon, die Gefechte können laufen, ja, whatever. Also, tatsächlich finde, also, jedes Gefecht kann laufen, man kann es nicht erahnen, tatsächlich, weil, ihr seht ja eh, die Mogami dreht zu Beginn schon weg, die Frage ist warum. Das Ding hat 15,6 Kilometer Reichweite und möchte doch hin und wieder schießen. Aber die Mogami kann anscheinend schon schießen. Naja, weit hinten. Wir positionieren uns am Cap oder versuchen es zumindest. Die Insel wäre mir lieber als diese. Wir werden schauen, ob ich da rankomme. Theoretisch ist es möglich. Wichtig ist nur, dass hier und hier nichts kommt oder hier steht, damit wir von dieser Insel hier gedeckt werden. Ihr seht schon, worauf ich hinaus will. Wenn wir hier stehen, sind wir gedeckt hier, aber hier nichts. Bedeutet, hier muss frei sein oder diese kleine Insel deckt uns. Wir können leicht hin und wieder aufblüppen. Kann ich nur sagen. Mir ist persönlich die Cleveland lieber als die Seattle, weil die Seattle größer ist. Die ist unbeweglicher, kommt mir vor. Sie ist ein bisschen das, was man squishy nennt, im Sinne von, es fühlt sich nicht so gut an zu fahren. Es fühlt sich nicht so gut an, sie zu fahren. Ja, das trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Da. Einmal unsichtbar. Leider beschleunigt das Ding ziemlich krass. Ah, warten wir mal kurz. Also das Ding ist, ich wette, die Vladivostok natürlich. Zwei Schiffe, ne? Die Frage ist, was?
würde eigentlich gerne die Salem schießen lassen. Ja, da ist es. Schießt nicht auf mich. Okay, dann kann ich wegdrehen. Weil ich darf nicht von der Salem so erwischt werden. Das ist absolut tot. Und viel weiter hochdrehen. Die Makasi ist leider nicht in Range. Geil wäre, hier jetzt schießen können. Aber schauen wir mal. Ja, der erste Brand brennt schon mal. Nice. Hier beginnen wir schon. Na, wisst ihr, wie es Profis machen? Profis lassen sich zuerst einmal richtig hart treffen. Ah, ich habe zu schnell beschleunigt. Um dann den Adrenalinrausch richtig zu triggern und dann machen sie halt Schaden. Ne? Nein, komm, 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 komm. Seht ihr, das meine ich. Dieses Schiff bremst einfach nicht ab. Keine Chance. Kann ich rüber hier? Ja. Bin ich offen von? Wow, Wargaming. Halland Mitte oder was? Bin ich offen? Das ist halt ekelhaft. Ja, jetzt geht's wieder. Ein Brand auf 35. Ich hoffe mal, das skaliert sich nicht hoch hier. Ist hier noch raus. Ach, ich darf mich nicht erwischen lassen. Brand 2. Die Russen können so schnell heilen, das ist kein guter Brandhorbel. Kein Schiss hier. Vladivostok darf nicht um die Ecke kommen, ansonsten. Ja, gegen die Salem 1 vs 1, 10 vs 9. Ah, Shima! Vielen Dank, my friend. Das Problem ist eher Aufdeckungsreichweite für Feuern im Nebel und dass ich eben. Jetzt muss ich. Fluffy Power. Was passiert hier? Ja, seht ihr, das meine ich mit am Zahn der Zeit sitzen. Am Puls der Zeit meine ich natürlich. Weil es ist mega klar, dass es eine schwierige Situation ist und Wargaming hier mir extra Scheiß reindrückt. Seht ihr das mit der Anordnung? Das. Jetzt müssen wir gut aufpassen. Was die Seele mir macht. Helmart, vielen lieben Dank für deinen Sub mit Prime. Jetzt brauche ich Hilfe. Was?
Ich muss den einen Torpedo nehmen, ich kann es mir nicht leisten, gegen die hier Breitseite zu zeigen, dann bin ich tot. Ich kann es mir einfach nicht leisten. Ja, aber das ist too much. Ich krieg keine Zitrell mit dem Misthobel. Keine Chance. Aber ihr seht, ist schwierig. Ja, ein bisschen was von Teamunterstützung wäre auch geil gewesen, aber... Was für RPF? Du brauchst keinen scheiß RPS. Schieß auf die Helm und auf die Seele. Fluffy Power. Yogi, danke schön für deinen Sub mit Prime. Vielen lieben Dank. Aber alter Verwalter haben wir hier im Fight gesessen im Cap. Ein bisschen Unterstützung von dem Schlachtschiff. Nur ein bisschen, ne? Dann hätten wir die scheiß Seite hier auch noch gehalten. Dann, es hätte nur ein paar gezielte Salben gebraucht, damit die Salem und die Harlem nicht so weit nach vorne gekommen wären. Oh, dann hätte ich gefarmt ohne Ende. Yogi und Helmer, danke schön für eure beiden Subs. Vielen Dank. Leider. Aber das ist das, was ich gemeint habe zu Beginn. Ja, ihr werdet mit den Dingern oft hinter Insel sitzen. Ja, vielleicht ist es nicht spannend zum Zusehen. Aber es ist verdammt spannend, wenn ihr hinter dieser Insel sitzt und der Feind euch so langsam aber sicher einkreist. Das ist nicht unbedingt das, was mit diesem Schiff gemacht werden muss. Wir sind keine Fallschirmjäger. Wir sollen nicht eingekreist werden wie die und darin kämpfen. Ne? Sondern wir sollen eigentlich überlegen spielen. Ich hätte auch zurückfahren können ein bisschen früher. Ich habe das falsch eingeschätzt. Ich habe gehofft, dass ein Satz kommt tatsächlich und dass ich Hilfe bekomme. Die Shimakaze bekommt hier aber ein Lob. Nicht die Shimakaze, sondern die Shimakaze loben Spikut, weil sie mich gesmoked hat. Das war gut gemeint. Tatsächlich nicht notwendig, aber gut gemeint. Und dann kommt das 20 Kilometer an Salve von der Yamato. Ja, das hat man hin und wieder. Dankeschön, Ahmed, für deine 100 Bits. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Aber ihr seht, was ich meine. Es macht schon Spaß, das Team zu unterstützen, wo es geht. Tatsächlich, das war jetzt nicht wirklich die Unterstützung. Wir haben zwar den DD rausgekriegt, es wird uns auch zugute gehalten werden, schlussendlich in der Abrechnung, da bin ich mir sicher. Aber ich habe mein Bestes versucht, aber es hat nicht den Effekt gehabt, den ich mir persönlich erwünscht habe. Also, dass wir die Seite halten, dass die Schiffe Stück für Stück fokussiert werden können und rausgehen. Da hat es einfach ein bisschen am Teamplay gefehlt. Sagen wir so, ich war da. Ich hätte auch wieder Radar gezündet, wenn noch was da gewesen wäre, sobald ich es wieder geschafft hätte. Aber leider bin ich dann raus. 61.000, schon bessere Gefechte mit der Seattle. Das sind dann die Farmgefechte. Aber wir haben gewonnen. Wir haben ziemlich schnell A und B geholt. Das ist dem Team zu verdanken hier drüben natürlich. Dass wir C lange durchgehalten haben, das ist einigen Spielern, also 2-3 zu verdanken. Und dann muss man halt schnell umswitchen. Shimakaze oben hat ein bisschen abgelenkt oder vielleicht viel. Man sieht ja, North Carolina und Sowetsky sind zurückgefahren und gedrungen. Die Shokaku, meiner Meinung nach die gegnerische Shokaku, ohne nachzuschauen, ob der Spieler gut ist oder schlecht, kein gutes Spiel geliefert. Wir wurden nie entdeckt durch die Shokaku. Ist uns nie angeflogen. Ich glaube, wir haben nur von Jägerchen abgeschossen, wenn überhaupt. Der CV sollte ein bisschen mehr Input haben aufs Gefecht. Hätte viel mehr machen können, was DDS betrifft. Aber wie gesagt, ich bin nicht CV-Crack. Dementsprechend. Aber sagen wir so, ich weiß, was mir auf den Sack gehen würde, wenn ich in diversen Schiffen sitze. Nicht, dass er mich anfliegt die ganze Zeit, sondern dass er mich spottet, wo ich nicht gespottet werden möchte. Naja, lang wird es nicht mehr dauern. Die Lion müsste jetzt eigentlich hier die Schock hier rausschießen. Eigentlich eine Salve mit der AP. Jetzt zu spät. Das ist das, was ich meine, ne? Die Cossack smoked sich, um selbst Schaden zu machen. Auf den CV. Er dann, oder auf die, Sowetsky Soyuz noch dümmer. Aber auf den CV und dann nimmt sie die Sicht. Ja, zum Glück ist sie raus, das Ding. Zum Glück ist es raus. Vielleicht geht es ja wirklich. Vielleicht mache ich auch ein bisschen. Oh, die hat schon zwei Torpedos gefressen. Vielleicht mache ich ja auch gerne. Ich mache gerne Schaden, muss ich auch sagen. Mal schauen. Oh, jetzt ist die Line noch raus. Gut, dass wir alle Caps haben. Und die North Carolina gleich rausgeht. Amagi. Gib ihm.
Na schön. Oh, und hier. Wie geht's? Wie steht's? Hallo Michael, Scott Papier GmbH. Michael Scott Papier GmbH. Das von The Office. Jetzt geht's weiter mit der Wooster, aber sonst geht's mir gut. Also in der Settle habe ich am längsten im Forschungsprogramm gesetzt, nach irgendwann keinen Bock mehr auf das Schiff gehabt. Ja, wie gesagt, ich finde sie nicht so geil. Also ich finde sie nicht geiler als die. Wie heißt sie denn? Die Cleveland tatsächlich. Aber naja. Geschmackssache. In die Cleveland angenehmer zu spielen. Und Torpedos? Die Sowjetische Service ist halt für alle HIs bei meinem Scheißziel. Ganz ehrlich. Etwas, was schnell hintereinander heilen kann, ist halt Katastrophe. Ahmed, dankeschön für die 100 Bits. Jetzt schauen wir, wohin wir gekommen sind. Nochmal. Warum nochmal? Dankeschön. Ich bin neutral. Das war nicht gut gespielt von mir, aber ich bin zufrieden mit dem Team. Deswegen wollen wir da nichts großartig sagen. 1775. Brände haben wir 5 gemacht. Bei 100 Trefferpunkten. Vielleicht hätten wir 10 gemacht bei 200. Vielleicht. Aber wie gesagt, Brand ist eine Bitch. Deswegen... Last but not least, die Krönung, Stufe 10, Wooster. Genau, das ist so, wie man das ausspricht, Wooster. Steht hier zwar Worcester, aber das ist es leider nicht. Es ist Wooster. Panzerung ist, naja, wir kennen sie aus dem Baum. Ne? 27 mm ist hier ersetzt worden durch 30 mm komplett. Gab es diesen kleinen Twist auf Stufe 9 mit der Seattle, 25 mm, wie man es kennt. Bisschen breitere Bauchbinde, wie ich es nenne, mit 127 mm, geht einen größeren Bereich und Hunden 51 mm. Die Anordnung der Zitadelle ist wieder sehr weit gezogen, leicht zu treffen, theoretisch. Die Devise lautet, kleine Silhouette bei HE-Beschuss und wenn es geht, Breitseite zeigen bei hohem Kaliber, kann natürlich auch. Also geht oft auch nicht gut, aber ist besser als angewinkelt. Die Devise lautet wie immer, nicht gesehen werden bedeutet, nicht getroffen zu werden. Die Hauptartillerie, da haben wir die identischen Werte, wieder mit 2,2 und 3,2 Alpha, 8,12 Meter pro Sekunde für HE, Mündungsgeschwindigkeit 762 für die AP. Wir haben 16,7 Kilometer, ist fast ein Kilometer mehr auf Stufe 9, es ist ein Segen, aber wir haben andere Geschütze. Wir haben nämlich hier 6x252 mm auf 4 Sekunden, natürlich mit dem Nachlademodul, ne? Darf man nicht vergessen. Viele Dinger auch wieder auf EFA, aber hier könnte es sich tatsächlich auch mal lohnen, auf High zu gehen. Ich sage immer so, ich habe bestimmte Schiffe, die ich mit EFA spiele, also eine Linie. Dafür spiele ich eine andere 152er Linie auf Firestarter. Was könnt ihr dann machen, wie ihr möchtet? Ihr könnt alle Schiffe gleich spielen. Ich stehe ein bisschen auf Abwechslung, damit ein bisschen Diversität reinkommt. Denn gut, es sind nicht alle Schiffe wirklich so unterschiedlich, wie das auf den ersten Blick den Anschein hat. Auch hier haben wir wieder Angriffsgruppen mit Flugzeugen mit 8 km Reichweite, wie schon erwähnt. Super praktisch. Flugabwehr, auch richtig geil. 1985, 404 kontinuierlicher Schaden auf Mittelstrecke, 456. Ich würde mir wünschen, dass wir auf Langstrecke ein bisschen mehr hätten, aber gut. Ist dann, ja, ist halt Wargaming. Also wie es halt ist. 6,9 Kilometer Feuerreichweite, wie gesagt, gar nicht geil. Ist irgendwie schon ein bisschen sexy, wenn die Flugzeuge runterfliegen. Aber gut. 33 Knoten Höchstgeschwindigkeit, 47 Meter Wendekreisradius und eine Ruderstellzahl von 8,1. Ähnlich zur Seattle, aber dieses Schiff wirkt viel agiler, vielleicht durch die Bauform. Verborgenheit 9,8 Kilometer. Ist gut, Erkennbarkeit zur Luft 6,9, man muss also die Geschütze nicht deaktivieren, die kann man immer anlassen, sobald man offen ist, schießen die quasi auch. Nichts Neues hier bei der Wooster quasi, außer die Geschütze und die Anordnung. Also gehen wir einmal zur Ausrüstung. Hier haben wir ebenfalls ident zur Seattle, zumindest meine Moduleinbauten und auch meine Einbauten, was hier bei den Verbrauchsmaterialien betrifft. Wenn ihr es euch leisten könnt, Überwachungsradar, Modifikation, ansonsten nicht. Kauft euch lieber Kohleschiffe dafür, außer ihr habt einen speziellen Nutzen. Und hier Überwachungsradar über Jäger- und Aufklärungsflugzeug. Theoretisch könnt ihr, wenn ihr rein auf Schaden geht und wisst, ihr möchtet nur Damage machen, aber nicht am Cap sein, hier austauschen gegen Aufklärungsflugzeug. Das wird euch niemand danken. Das ist meistens auch nicht gut für die PR, denn Schaden auf DDs wird mehr belohnt für Basics B und Credits als Schaden auf Schlachtschiffe. 10.000 auf dem Schlachtschiff ist viel weniger wert als 10.000 auf dem DD, weil es prozentual zur Gesamtschiffstrefferpunktanzahl gerechnet wird.
10.000 von 20.000 ist 50%, 10.000 von 100.000 ist 10%. Genau dadurch, aus diesem Grund bekommt ihr die Auszahlung. Wir haben, naja, eigentlich dann hier nichts mehr Neues. Oh, den müsst ihr unbedingt mitnehmen für besseren Heal plus 20%. Sieht man das auch schon, wenn ich ihn rausnehme? Ja, 227 pro Sekunde auf 28 Sekunden oder aber das praktische Swarging, das drin hat, 272. Das sind 50 mehr, 45. Oh nein, 47 mehr pro 28 Sekunden. Da kommt ihr schlussendlich auf 1.000er pro Heal, 4.000 mehr bei einer Überlebensfähigkeit von 45.000 sind es 10%. Ist, ja, ist praktisch. Ist tatsächlich dann in dem Sinn praktisch. Ein Treffer mehr, könnte man fast sagen. Und das nur für eine Flagge, die es zuhauf gibt. Der Kapitän. Ja, der Kapitän ändert sich bei mir jetzt auch nicht. Theoretisch könntet ihr die Minus oder die plus 15% Drehgeschwindigkeit nehmen, wenn ihr denn unbedingt möchtet. Sagen wir mal so, man kommt mit 8,3 Sekunden leicht aus. Deswegen ist vor allem bei der Wooster das nicht notwendig, was bei der Seattle noch eine Überlegung wert wäre. Aber tatsächlich, Last Stand ist mir hier in diesem Bereich lieber. Wir haben echt gute Nachladezeit. Wie schon erwähnt, da kann man ruhig auf Brand gehen. Wir hätten auch eine höhere Reichweite, knapp 19, ein bisschen mehr als 19 Kilometer. 19 schießt mich tot. Wegen Brände, genau. Ich gehe wie immer aber auf Trägheitszünder. Wie schon, ich kann es nicht oft genug sagen, ist nur eine Möglichkeit hier bei diesen Schiffen. Es gibt tatsächlich keine... Also, wenn es... Sagen wir so. Würde es statistisch gesehen eine Sicherheit geben, also eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr mehr Schaden macht, wenn ihr auf Brände geht, dann würde ich euch dazu raten. Aber wie schon erwähnt, Brandwahrscheinlichkeit ist eine Bitch. Bedeutet nicht nur, dass ihr hin und wieder beten müsst, dass ihr einen Brand macht, obwohl ihr voll auf Brand geskillt habt. Kadenz regelt natürlich einiges. Nein, der Spieler kann ja auch löschen. Und es gibt Schiffe, die sind ungut zu beschießen, wie solche, die eine schnelle Nachladezeit der Reparaturmannschaft haben. Die Reparaturmannschaft? Also die Taste R. So. Denn, ich habe einen Brand, wird gelöscht. 40 Sekunden dann bei den Schlachtschiffen der Russen, dann können die schon wieder einsetzen. Das ist extrem frustrierend, wenn man viele Gegner auf dieser Seite hat. Natürlich kann man auch sagen, es ist extrem frustrierend, wenn man sehr stark gepanzerte Schiffe da hat mit IFAE, aber tatsächlich macht man da immer Schaden in die Schnauze oder dennoch die Chance, Brände zu machen, denn was sind schon 5%? Bedeutet, 5% bedeutet, dass von 100 Mal macht man 5% einen Brand. Bei 12% sind es, macht man 12 Mal einen Brand. Auf extrem hohe Zahlen. Und bei einer Kadenz von 4 Sekunden könnt ihr euch durchrechnen. Und dann wird dann auch noch gelöscht. Wie gesagt, es sind 100% mehr Brände nach Adam Riese, wenn ihr doppelte Brandwahrscheinlichkeit habt. Aber leider ist das nicht immer der Fall. Aber das ist halt das Problem der großen Zahlen oder das Problem der Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht auf eine Einzelperson umgelenkt oder umrechenbar ist, sondern auf alle Granaten, die abgefeuert werden. So, nun gut, ich schicke euch jetzt auch hier mit diesem Schiff ins Gefecht. Oh, da ist nicht lange genug dabei. Ja, ich sag's ja, Nase. Die Gefechte heute sind ganz okay, aber es ist halt, manchmal die Teams sterben einfach zu schnell. Du hast neulich die Tarnung aus einem Reis in die Ferne Container bekommen. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Ich habe mir die Fähre erspielt und ich will nicht, dass die nochmal droppt. Aber dennoch herzlichen Glückwunsch. Aber ich gönn's niemanden. Nein, Spaß. Da gab's auch noch diese, oh Gott, was war die andere Tarnung? Hawk. Ich glaube, Sharks and Hawks. Sowas. Muss man sein Team voranbringen, damit man die bekommt. Wettrüsten. Oh, don't treat on me. Wettrüsten ist so cool. Wir dürfen gespannt sein. Shark and Eagles. Dankeschön. Also der Vogel war kein
Balken, sondern er war ein Adler. Dungeon Lord. Ja, angenehmer ist natürlich, aber fahren wir die angenehmere Route. Ich bin in der Mitte gespawnt, ich kann hinfahren, wo ich will. Napoli haben wir rechts, links haben wir auch Napoli. Ist also scheißegal, wo ich nicht fahre. Wusste, habe ich ein Déjà-vu. Wettrüsten sagt ja nichts. Das ist der Modus, den es früher nur in den in einem extra Modus gegeben hat, den die Leute nicht verstanden haben und der jetzt seit 2-3 Monaten drin ist oder 4 und die Leute immer noch nicht verstanden haben. Das ist das Problem. Wooster gab es heute ganz genau als Einweihung zur Linie, die wir heute fahren, die ihr abgestimmt hat. 33% zu... Was habt ihr da gehabt? Ach, ein schönes Schiff. Mit Schnee auf den Haien. Die Igel sehen übrigens scheiße aus, weil die, ne, sehen wir jetzt, werden sie aus dem Nest gefallen. Wollte ich nochmal sagen. Mit Smokepot ein richtig geiler Modus für die Wooster. Du musst auch ohne Smokepot fahren. Ich bin gespannt, ob ich es hinkriege. Wie gesagt, angestrebtes Ziel 100.000. Ohne Smokepot natürlich. Reale Möglichkeit werden wir sehen. Aber ihr seht schon das Problem. Das Team fährt so, wie als gäbe es Caps. Die fahren hier raus. Hier ist ein Cap. Shimakaze und Napoli wollen hier cappen. Die wollen sich gegenseitig unterstützen. Und der Kurfus wartet auf den Spot, um den Gegner zu erledigen. Das Gute dabei ist, auch der Gegner fährt so. Ein Smokebot ist eine Zweier-Revision, wo ein Schiff ein DD ist mit extrem langen Smoke. Meistens ein amerikanischer DD, der den schön lang zieht, sodass man sich da reinsetzen kann, während das eine Schiff scoutet, massiven Schaden macht. Das ist ein Smokebot. Der aber selbst nicht schießt oder wenig schießt, damit er einem den Schaden nicht mupst, den man ja selbst machen kann. Na, ihr versteht das Prinzip dahinter tatsächlich. Kommt da wirklich nicht drüber? Das ist ein bisschen... Aber naja. Wir müssen jetzt eigentlich mal das Radar der Moskva triggern, damit wir dann Ruhe haben. Dankeschön, da ist es. Sehr gut. Weil alles sollte ja hinter der Insel sein, nicht auf mich schießen können. Nächste Woche kommt die USCV-Reihe. Ja, da ich die 6 Auswahlmöglichkeiten reinknalle, die gefahren werden können, glaube ich eher nicht. Ich werde ja nur das zeigen, was ich auch zeigen kann. Das ist es. Aber wir haben so viele Schiffe, vielleicht bin ich dann mal akzeptabel im... Muss ich bald aufpassen. Das Ding müsste eigentlich jetzt ausgehen. Danke. Oh. Hat man ein Gefühl als Profi. Hättest die Zeit, bis Schaden zu machen, bis Torpedos treffen. Das ist sehr... so ein großes Danke. Es ist sehr, ich sag mal, dazu vorkommend von dir, Nasi. Aber auf so einen schlechten Smokebot kann ich natürlich verzichten. Nasi, der Schadensgeier. Salala. Wir sind jetzt in Position bis zum nächsten Mal Radar. Und das werden wir jetzt auch ausnutzen. So, zackadi. Und ja, jetzt dreht das Ding schon ab. Ja. Ist ja klar. Aber ist gut, wenn wir die ganz weit wegbringen, dann hat es ja auch einen Sinn. Dann fahren wir weiter raus und knallen auf Montana und auf Moskau, wenn sie dann wieder Bock haben. Mal schauen. Irgendwann kommen die alle. Ich hoffe immer, dass ich nur einen Brand mache, weil gute Spieler lassen den einen Brand... brennen. Oh, aber eben nicht alle. Komme ich hier drüber oder nicht? Wir haben Zeit zu probieren. Eine. Sehr gut. Das war es jetzt eigentlich mit Khabarovsk. Weil ich drüber komme, ist das Geschichte. Echt nicht durch Schläge 50 mm AP wechseln. Kommt der Hinterinsel hervor. Schauen wir. So müssen wir natürlich wieder mit Hai uns bedienen. Hallo? Komm schon.
Wo geht denn der Rest meiner Salve hin? Ja, na, sie ist ein mega Absnacker, was Schaden betrifft. Ja, auf die Entfernung wird es jetzt schwierig mit dem Ding. Sie muss nur ein bisschen ausweichen, dann war es das. So, das lange Radar müssen wir abwarten, 30 Sekunden. Dann schauen wir wieder. Wir können tatsächlich uns ein bisschen umpositionieren. Schießen auf uns, die Monty möchte. Und hat es dann aufgegeben. Ja, wir können uns dann gleich umpositionieren. Müssen wir auch. Wäre noch geil, ein bisschen Schaden einzubringen hier. War es mit der Moskwa? Auf die große Kurfürst. Wir haben noch keinen Brand durchbekommen. Hallo Proof, Dr. Cookie. Das ist das Problem. Wir werden uns dann in diesem mittleren Bereich vielleicht aufhalten oder sogar hier, um die zu bekämpfen, die hier rankommen. Wir brauchen halt gutes Spotting. Jetzt wollen wir ein bisschen Schaden auf den Kurfürst machen, solange möglich, aber wird wahrscheinlich... Ja, seht ihr, die Reichweite ist halt ein Problem. Aber ich will ja auch nicht von weiter entfernt HE spammen. Mit Reichweitenflugzeug oder mit höherer Reichweite. Das ist ja auch Bullshit. Das ist wieder nicht mein Brand, der hier brennen gelassen wird. Oh ja, doch, jetzt ist meiner. Aber jetzt wird sicher gelöscht. Hold but gold. Ja, die drehen wild hoch. Ah, jetzt ist die Frage, wo bekämpfen wir die ankommenden Teile? Wir müssen uns schnell umpositionieren, wir dürfen nicht von oben beschossen werden können. Und da ist die nächste. Und wir müssen die Mitte halten. Oder es zumindest versuchen. Offen bin ich durch. Hier, Sherman. U-Boot. Shimakaze. Zu weit. Aber das Ding muss raus. Ich will jetzt tatsächlich sagen, dass das Elbing-Job ist, das zu erledigen. Wir müssen uns ein bisschen davor wappnen, dass uns die Shimakaze aufmacht. Sie ist halt so lächerlich, der Shell-Arc, wie sie mich verscheißern kann. Ihr seht, wie weit man vorhalten muss, um diese blöde... Das ist... That's your job. Ich nehme dann die Sherman, die in der Mitte sitzt. Nachdem die Kreml raus ist, muss er aufpassen, mit dir, Divi. Die sind nicht schlecht, habe ich so gehört. Dementsprechend. Eier, andere zeigen Eier und halt die Mitte. Ja, ja, alles zu seiner Zeit tatsächlich, aber die ist nicht jetzt. Torpedos, direct front. So. Echt, die Elbing ist raus. Alter Verwalter. Zu. Gut ist zu. Der Kreml, ne? So, wir müssen jetzt warten, bis die sich selbst ein bisschen aussperrt. Aber es ist nur eine winzig kleine Insel hier. Problem ist, die Shimakaze geistert hier noch rum. Das ist jetzt ein Ritt auf der Rasierklinge. Ich fahre jetzt da rein, in der Hoffnung, dass die Shimakaze nicht umgedreht ist. Dass Yamato und Shimakaze sie bedrängen und damit sie wegfährt. Damit ich hier die Elbing erledigen kann. Gut ist,
Kreml lebt noch und dass ich dann vielleicht die Kreml beschießen kann oder die Hindenburg. Aber das wird jetzt tatsächlich ein. Das wird. Schande, wie ungenau dieser Kreml ist, ne? Auf 17 Kilometer. Das ist, ich weiß, ist brutal. Problem ist, ich muss mich so positionieren, dass, ne, dass mich die nicht erwischen. Aber so, dass ich die Schirmen erledigen kann. Die ist weiter, leider. Schauen wir mal. Die macht Schaden mit SAP, das ist brutal. Wir sterben. So, jetzt haben wir die 100.000 geschafft. Da sind wir schon happy drum. Jetzt schauen wir mal. Ja, das waren Penetrationen vom Kreml. Problem ist tatsächlich eher hier die Shimakaze, ne? Die mich aufdeckt. Die ist in dem Bereich oder hier rausgefahren. Ich gehe mal versuchen, das zu cappen hier. Nein. Ja, jetzt bin ich rausgefahren. Ja, aber die Kreml macht es jetzt schlau, die positioniert sich um. Und ich kann sie entweder cappen oder sterben. Schauen wir mal, Shimakaze sitzt da hinten. Wir müssen jetzt ein bisschen abwarten und das versuchen schlau zu machen. Versuchen wir mal. Hä? Wann bin ich... Ich bin rausgetrieben oder was? Seit wann bin ich denn rausgefahren? Was zum Teufel? Dann können wir uns auch direkt umpositionieren. Das ist bei weitem besser, als hier zu stehen. Wir positionieren uns auf die andere Seite. Eigentlich sollte ich jetzt unsichtbar schießen können. Aber ich weiß nicht, wo die Shimakaze sitzt. Jetzt bin ich offen. Das ist bitter. Ja, natürlich hat der Kreml sofort wieder seine Salve abgegeben. Wow, fuck you! Ganz im Ernst. Also wirklich. Willst du mich verscheißern? Habt ihr die zwei Granaten gesehen, die die Zitadelle hier getroffen haben? Das ist halt absoluter Bullshit. Absoluter Bullshit war das. Der Ring ist, wird kleiner. Ach, so ist das. So, jetzt stirb hier. Und schon wieder offen. Dann war's das jetzt. Fluffy Power. Mich deckt halt die ganze Zeit die Shimakaze auf. Wirklich. Jetzt kommt die Salve hier an. Ja. Der Kreml, willst du mich verscheißen? Ne? Also ganz im Ernst. Ah. Hydra-Siebling, danke schön für deinen Follow und herzlich willkommen. Es ist katastrophal mit dem Kreml. Ja, Tier ist ein guter, sind gute Leute, die das spielen. Ne? Das ist ja kein, das ist nicht das Thema. Aber dass jede Salve eine Zitadelle ist. Was macht denn der große Kurfürst hier? Willst du mich verscheißen? Warum hast du ihn nicht einfach gerammt? Er ist der stärkste Gegner im gesamten Spiel. Warum hast du ihn nicht einfach gerammt?
battle ends in 5 minutes. Hier. Ja. Sind die nicht gut? Fluffy Power. Gut, oder? Haben die nicht mal gut? Die sind doch gut. Die sind doch gut. Schauen wir nach ungefähr. Aber wir gewinnen das so oder so, hoffentlich. Dankeschön, Adurtil, für deinen Follow. Vielen lieben Dank für deinen Submit Prime. Entschuldigung, für deinen Submit Prime. Nee, alle auf meiner Igno. Na gut, da heißt, du hast den gesamten Server auf deiner Igno-Nase. Das bedeutet ja nichts. Ich hätte das, wäre Tier nicht im Gefecht gewesen, die Kreml hätte ich das gerockt. Oder wäre unser Team ein bisschen fähiger gewesen, die beschissene Shimakaze rauszunehmen? Das ist schon bitter. Ja, die Shimakaze ist auch von Tier. What the fuck? Die haben gut gespielt. Lorik, danke schön. Bis Samstag, bis Sonntag wahrscheinlich. Der Grund, warum er nicht rammt, ist einfach, der Gegner hat sich bewegt. Hat nicht getroffen quasi. Na, in dem Fall hat er ihn ja rausgekriegt. Dann ist ja kein Problem, ne? Aber ganz im Ernst, das ist die einzige Division, die mir hier Kopfzerbrechen bereitet hat. Shimakaze hat die ganze Zeit gespottet, unsere Leute unfähig, die aufzukriegen. Aber die Elbing hat die nicht rausgekriegt. Das ist halt mit der Shimakaze gemeinsam. Donnerstag bin ich auch hier, Lok. Also immer dienstags ab 19 Uhr, 19 Uhr, 20 oder so, wenn ich arbeiten muss länger. Donnerstag entweder normalerweise 19 Uhr und ansonsten mit Klanggefechten vielleicht auch 20 Uhr und dann Delay. Und am Sonntag ab 14 Uhr sind es dann Divisionsgefechte. Oft mit dem lieben Jonasi, mit Kurbe, mit Klaus, mit Ricky, mit René, mit ganz vielen Leuten. Ich will jetzt nicht alle aufzählen. Theater ist Donnerstag. Das ist auch schön. Ein bisschen Abwechslung in der Kultur. Einmal hier im Stream und einmal Theater. Nein, ich wünsche viel Spaß, Lauk. Schönen Abend und viel Spaß beim Theater. Mittwoch werden wir wahrscheinlich dann tatsächlich Warhammer 3 streamen und wenn wir neu beginnen, ich werde die Zwerge spielen. Das wird witzig. Also immer mittwochs. Ja, wie gesagt, 100.000 waren angebrochen. Es war ein bisschen ambitioniert von mir, da reinzufahren. Besser wäre gewesen, in der Insel zu bleiben, dann hätte ich überlebt. Schadenstechnisch. 6 Treffer, oder 6 Brände bei 220 Treffern. Zwerge, aber wir sind doch jetzt schon ein Zwerg. Da man darf aufgrund der Größe des Penises nicht auf die Gesamtkörpergröße abzielen. Ne? Ich habe vielleicht einen kleinen Penis, aber dafür ist er lustig. Und ich bin 1,86 groß. Das Verhältnis passt natürlich dann überhaupt nicht mehr. Sieht lächerlich aus, aber so ist es halt. Ich wurde mit großer Intelligenz gesegnet, dafür halt mit kurzer Reichweite, wie ich immer sage. Einen kurzen haben ist beschissen. Genau, lang ist er nicht, aber dafür dünn, so wie Henker sagt. Und lustig. Ah. Wild. Und die lebt immer noch, die Shimakaze. Das Drecksal wird gelobt, weil es mir ein Spiel erschossen hat. Als mitteleuropäischer Streamer sollte man mittlerweile aber immer um 19 Uhr falsch Strom da jetzt sagen, damit das Publikum sich mental vorbereiten kann. Ah, das ist alles nur Panikmache. Ich habe keine Angst vor Stromausfällen, tatsächlich. Hatte gerade ein Match, da sind gerade wieder einige graue Haare mehr bei mir geworden. Ja, das Gute ist, irgendwann ist man komplett weiß und dann hat man keine Probleme mehr. Also weißhaarig. Denk mal, das ist dann unproblematisch. Ja. Es ist halt faszinierend, dass wir das noch auf so lange Distanz spielen müssen, nur aufgrund eines. Fluffy Power. Ruby, vielen lieben Dank für deinen Submit Prime. Dankeschön. Ich habe jetzt nur geschaut, ob wir jetzt danach Podcast haben oder nicht. Und da geht sie dahin, die Shimakaze. Brutal. Dankeschön für deinen Sub. Mein Körper sagt, schau den Prime-Zustand spielen. Graue Haare will ich nicht. Ja, es ist alles halb so wild. Ja.
Wir haben sogar noch Platz 1 geholt, ganz knapp, wo wir nicht überragend gespielt haben. Sagen wir so, bis zum Ende war es eigentlich gar nicht schlecht. Ihr seht eh die Tier-Divi. Also wie gesagt, so schlecht können die nicht sein. Schauen wir mal. Und wie ihr schon seht, es ist nicht immer ein gutes Gefecht, aber so müsst ihr euch auch im normalen Spiel daran gewöhnen. Achtet auf die Positionierung, achtet auf die Spielweise. Hin und wieder kommen Tipps aus dem Chat durch den Stream. Das ist super praktisch. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen einen Einblick gebracht, was euch erwartet, wenn ihr die amerikanische Linie fahrt. Natürlich darf es dann nicht immer Schaden über 100.000 sein, denn das ist illusorisch und ihr bekommt ein falsches Bild von den Schiffen. Dementsprechend müssen auch mal Gefechte mit dabei sein, wo man hart drangenommen wird oder wo man Probleme hat. Wenn man das zeigen kann, was man möchte, ist es dann dennoch gut. Wenn ihr glaubt, dass das jemand nützt, empfiehlt es gerne weiter in eurem Clan oder in eurem Freundeskreis und schaut euch dann gemeinsam die Linie an. Ich hoffe, wie gesagt, die Tipps haben euch ein bisschen geholfen. Dankeschön fürs Zusehen, Daumen nach oben, wenn es euch gefällt und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Ciao.